Jo, hallo miteinander. Hier stefan-live.de. Und ja, wie gesagt, ich bin heute hier vom Südwestrundfunk in Stuttgart. Und wir sind heute da, beziehungsweise ich bin heute da wegen der GEZ. Da ist heute eine Demonstration, dass wir die Zwangsmaßnahme von der GEZ nicht weiter akzeptieren wollen. Ja, es gibt sehr viele Leute. Es gibt sehr viele Leute, die wo natürlich ja, nicht damit gewillt sind, immer Geld zu zahlen und Propagandamedien zu empfangen. So, jetzt filme ich einfach mal ein bisschen, es sind ein paar Leute da, um das Geschehen ein bisschen hier aufzunehmen. Also bis jetzt sind noch relativ wenige da, aber ich hoffe, dass das heute noch mehr werden, die wo auch heute zeigen, dass man nicht bereit ist oder gewillt ist, weiterhin einfach für keine Leistung was zahlen zu müssen. Gut, jetzt machen wir hier einmal einen bisschen einen Rundumblick. Ah, da drüben sind auch noch eine, die wo stehen. Machen wir mal ein bisschen Rundumblick. So von der, was ist die Straße 230, wo wir sind, von der Hausnummer. So. So, öffentliches, rechtliches, Familien- und Regierungspropaganda, genau, so ist es. Und ein Dankespruch an die Nena. Ja. So, es treffen sich immer noch mehr. Es ist noch keine 19 Uhr, 17 Uhr, Entschuldigung, wo der offizielle Starttermin der Demo dann oder ja, dem Protest, das hier stattfindet. Wenn ich das gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich von deinem Paloma mit Paloma, na Leute, mit Musik zu deinem Paloma.
Guck mal hier mal. So, jetzt kommt ein tolles Schild, ein Plakat. Stop. Event 201, Event, ja genau, Game Over. Ja, von dem Event 201, da berichtet natürlich ARD und ZDF in der letzten Reihe überhaupt nichts. Die bringen gar nichts davon, was natürlich interessant wäre. Aber sind ja gesponsert von Merkel, Spahn, Söder, Drosten, Wieler und Gates und Co. Genau, so sieht's aus. Okay, dann haben wir das jetzt mal da. Ja, so langsam werden es hier immer mehr Leute, immer mehr. So, die Polizei ist natürlich heute auch da. Was habe ich denn gezählt? Ich glaube, fünf Mann auf jeden Fall. Auf der anderen Straßenseite sind drei. Da sind zwei, also fünf Personen auf jeden Fall sind hier vor Ort. Hallo Kirchheim! Hallo! Gestern waren wir in Göppinger, schauen wir in der Hohenstaufenstraße 112. Ja, da bin ich heute Abend gespannt, ob da der SWR was bringt von der GEZ-Demo hier direkt vom SWR. Wäre natürlich dann schon amüsant, wenn die nichts bringen würden. Da wurde natürlich das Narrativ dann ja, bestätigt. Ja,
So, jetzt ist 17:01 Uhr. Also das heißt auf gut Deutsch gesagt, jetzt ist der offizielle Start. Ich bin Corona-Referent in Umgebung, ja. Da bin ich drin. Guck, das ist so, jetzt das. Möchtest du was sagen? Ja. Epoch Times, ja. Sehr schön. Stuttgart 21 Gegner auch gegen die Demo für alle und haben diesen grün-schwul-roten Bildungsplan mitgemacht. Also die fanden die gut. Also. Aber ich habe damals auch bei der Demo für alle demonstriert. Ja. Also nicht nur gegen Stuttgart 21. Und genauso wie in Bayern diese Volksabstimmung für eine Auflösung des Landtags, der findet ja jetzt gerade in Bayern statt, so eine Volksabstimmung, damit der Bayerische Landtag aufgelöst wird und Neuwahlen, sowas muss es auch in Baden-Württemberg geben, ja, also ich war ja in Nürnberg in dieser Woche, ja, und da finden auch Proteste statt von dieser Gruppe, also soll ich das Eis drauf tun? Da? Ja. Jawohl, okay. Da finden die statt und von Menschenrechte Nürnberg, ja. So, okay, gut, danke sehr. Und da war ich also mit meinem Vater, weil mein Vater kommt aus Nürnberg, der ist gebürtiger Nürnberger. Ja, hat man natürlich schon dementsprechend auch Verbindungen. Ja. Kinder brauchen Freunde, das ist richtig, genau. Genau, echte Demokratie duldet keine Zensur, das ist vollkommen richtig. So. Naja, jetzt habe ich gedacht, jetzt hält hier einer eine Ansprache. Entscheide dich für die Wahrheit. Das ist vollkommen korrekt. Allerdings wahrscheinlich nicht über die ARD und ZDF, über die Propagandamedien. Da werdet ihr wahrscheinlich nie die Wahrheit erfahren. Danke. Hallo Stefan. Hi, hallo. Anni, genau. Schon lange nicht mehr gesehen, ja, hallo. Schon lange nicht mehr gesehen, auf der nächsten Demo in Aalen. Ja. Hast du jetzt Heimvorteil hier, gell? Ja, was heißt Heim? Ich bin mega enttäuscht, wie wenig Leute hier sind. Ja. Krass. Schafft halt jeder Zweite hier. Ja. Wie war das? 1, 2, ne? Ich hab's mir auch überlegt, weißt du, ob ich jetzt hierher kommen soll, aber ich kann die ganzen Lügen einfach nicht mehr aushalten. Gestern habe ich eine halbe Stunde lang normales Fernsehen geguckt mit Nachrichten. Da kommt das Kotzen bei den ganzen Lügen, wirklich. Du musst kotzen bei den ganzen Lügen. Ja, und dann hast du schon seit über einem Jahr nachher alles auslassen, gar nicht mehr Fernsehen gucken. Ja, wirklich? Gar nicht mehr. Man zahlt eigentlich umsonst diese Scheißgebühr. Nur Wiederholungen. Verdummungsserien, Sitcoms, Mystery-Thriller, Einwanderer, Auswanderer, so komische Serien. Genau, Geoengineering. Oh, ja, das, also ja. Jeder Tatort, jede Krimi wird wiederholt, was Interessantes und Neutrales und Wahrheitsgetreues. Doch, gestern war ich im Fernsehen. Du hast Ausstrahlung, ehrlich? Weil ich keine Gesundheitsklinik. So. Was? Die Gesundheitsklinik, oder was? Nee, diesmal nicht.
Das war's. Aber übrigens von meinen Freunden und Verwandten, die auch in schönen Geschäften. Nein! Von der Katja von Roland Freundin. Hier sind viele, viele Sachen, was man natürlich bei den Propagandamedien nicht sieht. Zum Beispiel auch Menschenrechte, auch für Ungeimpfte. Das wird natürlich in der Propagandamedien wurde es nicht verlangt. Eins, zwei, drei. So, jetzt schauen wir mal. Hallo, hört ihr mich? Bin ich gut zu hören? Ich möchte erst kurz vorlesen, oder ich sage es euch lieber, die Regeln, die heute gelten hier vom SWR. Und zwar, wir sollen nur die 1,5 Meter Abstände einhalten. Macht das bitte. Wir haben Platz bis ganz nach hinten, mindestens bis zu dieser Parkuhr da hinten. Sollten da noch Leute kommen, es ist genügend Platz. Und hier vorn nicht weiter als wie diese Ampel da, diese Fußgängerampel. Nicht drüber raus, ne? Wo die Platten enden, nicht weiter drüber rausgehen. Und die Ordnerbinden, die habe ich verteilt. Es reichen jetzt erstmal 3, so wie ich das so sehe. Sollten noch mehr Demonstranten dazukommen, dann werden wir noch mehr Ordner einteilen. Das zu den Auflagen. Somit möchte ich die Versammlung heute hier vom SWR eröffnen. Leider, ich sage leider, müssen wir heute ohne die Menschen vom SWR auskommen. Oder? Ist jemand da? Okay. Am 9. Juli, die Herrschaften waren schon eher draußen, deswegen hatten sie sich schon vorgestellt. Okay, dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie hier rausgekommen sind. Also, es geht heute wieder erneut um die Abschaffung der GEZ, die für uns untragbar ist. Für das, was einem aufgebürdet wird von dem Mainstream. Und jetzt ist ja mittlerweile, seit 9. Juli ist ja noch was dazugekommen. Habt ihr alle mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe praktisch sich drüber weggesetzt hat, obwohl ja vorher das Bundesland Sachsen-Anhalt dagegen war mit dieser Erhöhung. Und jetzt ist festgesetzt worden, dass 86% rückwirkend 20. Juli gezahlt werden sollen. Und das finde ich unmöglich. Denn für mich ist nach wie vor, diese GEZ ist zwar der alte Begriff, mittlerweile heißt es ja ARD, ZDF und Deutschlandradio, aber GEZ ist ja viel leichter, geht viel leichter über die Lippen und jeder weiß, was damit gemeint ist. Für mich ist es eine Abgabenzwangsteuer für den Staatsfunk. Und der Auftraggeber, und das ist noch schlimmer, das ist die Regierung, diese korrupte Regierung. Und es ist schlimm, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien, wie lange wollen die diese Lügen noch weiter verbreiten und unter das Volk streuen? Das ist unsäglich sowas. Was haben wir jetzt dadurch bekommen? Nicht nur die Angst und Panik unter den Leuten, die schon gar nicht mehr die Maske ablegen, auch im Freien nicht. Aber viel schlimmer ist es, die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben und es soll noch schlimmer werden. Und das sehen wir ja jetzt, was sie allen aufbürden wollen, die halt sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen wollen. Sollen wir wieder zwei Klassengesellschaft haben?
Das hatten wir doch alles schon mal gehabt, oder? Lernt man nicht aus der Vergangenheit? Und warum sollen wir dafür noch zahlen überhaupt, wenn die Mainstream überhaupt nicht mehr wahrheitsgemäß berichten? Wir fordern, wenn es weitergehen soll und wir noch zahlen sollten, dann fordern wir eine wahrheitsgemäße und neutrale Berichterstattung endlich. Und es ist ja sowieso unsäglich, dass Leute zahlen sollen, diese GEZ, obwohl sie gar kein Fernseher oder Radio haben. Es geht ja nach der Wohnung, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon mal ein Unding für mich. Und deswegen sitzt ja auch dieser unser Georg Thiel, und ich drehe mich mal um, und auch für ihn stehen wir hier, weil er sitzt im Knast schon ein, weil er diese GEZ nicht zahlen wollte. Aber auch warum? Weil sie wollten von ihm auch eine Offenlegung seines Vermögens. Und das hat er gesagt, das geht niemandem was an, wegen der GEZ, dass man sein Vermögen noch auflegen soll. Freiheit für Georg Thiel fordern wir hier! Mittlerweile ist euch bekannt, der Rundfunkstaatsvertrag, der es seit den 90er Jahren gibt und immer wieder verbessert wurde. Mittlerweile ist aus diesem Rundfunkstaatsvertrag ein Medienstaatsvertrag geworden. Und zwar seit November 2020. Was besagt das? Ich habe mir da einiges aufgeschrieben. Also der ARD-Staatsvertrag, in den Angeboten der Mainstream soll ein objektiver Überblick über das Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Angebote sollen eine freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. Die ARD haben und ZDF haben in seinen Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schätzen. Wo machen Sie das denn? Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen dabei auch die zusammengehörigen Vereinten Deutschland fördern, sowie der Gesamtgesellschaft Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Zur Verantwortung, wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelassen hat oder Angebote in Telemedien zur Nutzung bereitstellt, trägt für den jeweiligen Inhalt und die jeweilige Gestaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Staatsvertrages. Die verantwortlich ist auch, wer es unterlassen hat, in seinem Aufgabenkreis pflichtgemäß tätig zu werden. Zur Finanzierung. Die Öffentlichen decken ihre Ausgaben durch Erträge aus dem Rundfunkbeitrag nach Maßgabe des Rundfunkstaatsvertrages und durch Erträge aus Werbung und sonstige Erträge. Der Medienstaatsvertrag dient zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland, ist die wichtigste rechtliche Grundlage für das duale Rundfunksystem der BRD. Er erhält Grundgesetzregelungen für den öffentlich-rechtlichen wie für den privaten Rundfunk. Daneben gilt er auch für alle Anbieter von Telemedien. Geregelt sind im Medienstaatsvertrag für die ARD vor allem das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung, Art und Umfang der Rundfunkwerbung, Sponsoring, Finanzierung aus Rundfunkbeitrag und Werbung.
die Veranstaltung von Satellitenfernsehprogrammen, die Zusammenarbeit bei der Gestaltung des ersten Fernsehens, das erste, die Herausgabe programmbezogener Druckwerke und der Umgang mit Telemedien. Benötigt wird ein Pakt für Medienvielfalt und Medienkompetenz. Der Staatsvertrag bezieht sich aber auch auf Telemedien mit journalistisch-redaktionellen Angeboten im Allgemeinen. Die Schwelle dürfte damit gering genug sein, dass bereits Facebook-Seiten und Telegram-Kanäle der Aufsicht der Medienanstalten unterliegen, sofern dort Inhalte redaktionell aufbereitet werden. Der Staatsvertrag könnte sich also ein mächtiges Mittel erweisen, um die Verbreitung von Desinformationen auf diesen Plattformen einzudämmen. Der klassische Rundfunk ist der Gewinner des Medienstaatsvertrages, ganz klar. Für den privaten und den öffentlichen Rundfunk wurden die Werberegularien gelockert. Produktplatzierungen sind außer in Nachrichten und Kindersendungen nunmehr gestattet. Außerdem dürfen Werbeblöcke freier über den Tag verteilt werden. Ich fand es schon immer unsäglich, wenn im Abendprogramm oder Vorabendprogramm, wenn dann die Mainstream noch überhaupt schon Werbung bringen durften, wo sie doch eigentlich von diesen unsäglichen Massen von der GEZ-Einnahme eigentlich, das müssten doch genug haben, dann müssten sie nicht noch Werbung machen, dass sie noch mehr Geld schöpfen, oder? Was seid ihr anderer Meinung? Nach dem neuen Medienstaatsvertrag müssen Name, Vorname und Adresse des Verantwortlichen angegeben werden. Der Verantwortliche muss seinen ständigen Aufenthalt in Deutschland haben und unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden können. Das sind die Auszüge aus dem Medienstaatsvertrag. Jetzt habe ich noch ein paar Punkte, wo man sagen muss, warum berichtet ARD ZDF endlich nicht mal neutral. Das beste Beispiel war zuletzt die Flutkatastrophe. Was wurde da berichtet? Nur Framing? Es ist unglaublich. Also da muss man sich schämen. Jeder Mensch, der von der Flutkatastrophe betroffen war dort, der war dankbar über jeden Helfer, der ihnen zur Seite stand. Und sind sie jetzt immer noch, genau. Und dann wird so ein Framing gemacht, mit, da hat irgendein Rechter gestanden, da sind Querdenker dort, ihr habt es ja selber mitgekriegt, die eine Schule ist geräumt worden, das sind alles Helfer, so wie du und ich, wie sie hier stehen. Mein Freund war in Südfrankreich im Urlaub und kurz danach brach diese Flut dort unten aus, diese Katastrophe. Nach 4-5 Tagen hat er mir gesagt, er konnte die Bilder, die er dort im Fernsehen gesehen hat, er konnte sich das nicht mehr mit anschauen und hat seinen Urlaub abgebrochen. Ist nach Hause gefahren, hat sein Wohnmobil vollgekracht mit Getränken, mit Sprit, mit allen möglichen Sachen. Im Wert von 600 Euro, kann ich hier gern mit sagen. Und ist dann in die Flutgebiete gefahren und hat privat dort Leuten geholfen. Und die waren dankbar für seine Hilfe. Ich möchte jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ich hatte das am Anfang vergessen. Ich bitte jetzt euch alle, in Gedenken an die Toten, um eine Gedenkminute. Ich bitte darum. Ich danke euch und hiermit natürlich auch unsere
große Anteilnahme den Angehörigen, die liebe Menschen verloren haben. Und warum haben sie sie verloren? Wahrscheinlich, weil es ein Regierungsversagen gegeben hat, weil das Warnsystem nicht funktioniert hat, die Leute nicht rechtzeitig gewarnt wurden und praktisch bewusst in den Tod getrieben worden sind. Die hätte man retten können. Aber über solche Sachen haben die Medien viel zu wenig berichtet. Lieber Framing, das war Ihnen wichtiger, als wie mal den Menschen zu zeigen, was dort wirklich die Hilfe, die dort angekommen ist, dass die Leute viel eher da waren, die Leute aus unserer Mitte, als wie THW oder Feuerwehr. Die Leute waren viel eher vor Ort und haben geholfen. So sieht es nämlich aus. Am 9. Juli, wo wir hier standen, hatte ich bei den Mitarbeitern vom SWR nachgefragt, wie sieht es denn aus, mal in einen ihrer Talkshows mal einen Dr. Bakti oder Dr. Wodak mal einzuladen und mal einen Diskurs zuzulassen. Es wurde so indirekt, ja, mal sehen ungefähr, aber in der Richtung ist nichts passiert, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte auch nachgefragt, ob denn überhaupt über unsere Demo am 9. Juli, ob sie da mal einen Bericht drüber bringen. Es war nichts in der Zeitung, es war nichts vom SWR zu hören, 0,0. Also wir waren gar nicht da gewesen im Prinzip. Man sollte auch mal berichten jetzt in der Corona-Krise, sollte man mal berichten über Leute, zum Beispiel, denen es ganz schlecht geht, die schon seit Monaten um ihre Existenz kämpfen oder ihre Existenz verloren haben. Sprich jetzt zum Beispiel Fitnessstudios, Disco, Clubbetreiber und noch viele andere. Die Mainstream müsste viel mehr zu diesen Leuten gehen und darüber berichten. Dann war noch so ein unsägliches Ding für mich, gab es diese Spendenhotline der ARD, die war sogar gebührenpflichtig. Pfui Teibel. Wow. Schämt euch. Schämt euch. Das Verbot wegen der Impfpflicht wurde am 10.07.2021 vom Europäischen Gerichtshof beschlossen. Warum wird darüber nicht berichtet? Gegen Diskriminierung. Ja. Mittlerweile, und da bin ich eigentlich indirekt, habe nicht viel für die übrig gehabt, war vor Jahren immer fleißiger Leser der Bildzeitung, aber wo die dann so umgeschwenkt sind und auch praktisch auf Kurs der Mainstream gefahren sind, habe ich es lieber sein lassen, habe gesagt, nein, keinen müden Cent mehr. Aber mittlerweile kommen die ein bisschen zurück, habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Warum berichten die jetzt schon drüber, dass hier irgendwas nicht stimmen kann bei dieser ganzen Pandemie oder Plandemie, wie man sagen kann, berichtet doch endlich mal wahrheitsgemäß drüber, wahrheitsgemäß. Wir wollen die Wahrheit hören, die Leute wollen die Wahrheit hören. Klärt die Leute da draußen auf, was hier wirklich gespielt wird. Und hier wird nicht mit richtigen Karten gespielt. Hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn sogar eine Frau Merkel gesagt hat schon, wir wollen eine neue Weltordnung, dann kann ja irgendwas nicht stimmen, oder? Die Mainstream müssen endlich die Karten auf den Tisch legen. Und die Angst und Panik muss aufhören. Und warum berichtet man nicht drüber? Man berichtet immer noch über Corona-Tote. Warum berichtet man nicht drüber, wie wir mittlerweile schon an der Impfung gestorben sind? Und wie gefährlich die Impfung sein könnte? Und warum berichtet man nicht drüber, dass es ein Verbrechen für mich ist, dass sie jetzt die Kinder impfen wollen, wo die keine Spreader sind, die sind null Spreader, die Kinder. Und für solche Sachen sollen wir GEZ zahlen. Nein, danke kann ich nur sagen. Keinen Cent mehr GEZ zahlen.
Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal das Mikrofon an die zwei Mitarbeiter. Die können sich mal vorstellen. Und dann möchte ich bitten, haltet die Abstände weiter ein. Und dann muss ich dazu sagen, wer dann danach, hört mal bitte zu, und dann danach, wer dann hier was sprechen oder was sagen möchte ins Mikro, der kommt zu mir, schnattert nicht alle durcheinander, kommt zu mir und der bekommt von mir das Mikro. Okay? Verbleiben wir so. Dankeschön. Vielen Dank. Also erstmal, wer sind wir? Mein Name ist Peter Heilbrunner. Ich bin verantwortlich für die Nachrichten aus Baden-Württemberg, also für das, was jeden Abend im SWR-Fernsehen läuft, 19.30 Uhr, auch davor in kürzerer Version. Mein Kollege Axel Graser, er ist verantwortlich für das Studio Stuttgart, also für die Berichterstattung aus Stuttgart und der Region Stuttgart. Ja, ich glaube, ich halte jetzt keine Gegenrede, weil das ist ja auch gar nicht der Zweck eurer Veranstaltung, dass ich jetzt sozusagen Punkt für Punkt. Ich kann aber vielleicht doch mal versuchen, kurz zu erklären, warum wir jetzt nicht über eure Versammlung hier berichten. Nein, ich mache die Maske nicht runter. Ich, so wie Sie keine Maske tragen möchten, möchte ich Maske tragen. Wir tun uns einen drüber. Jeder kann so machen, wie er es will. Ja, aber ist doch alles gut. Ja, ist doch jetzt alles gut. Ja, jetzt lass doch mal Gesicht zeigen. Ja, aber man sieht, glaube ich, genug von meinem Gesicht. Ich habe meinen Namen gesagt, um Gottes Willen. Also ist doch gar nicht so, dass ich irgendwas verbergen möchte. Ich möchte mich schützen und Sie wollen es anders machen. Ich lasse Ihnen die Freiheit, aber dann lassen Sie doch bitte auch mir die Freiheit. Das ist doch, wenn wir leben, wir wollen zusammenleben, dann machen wir es so. Alles gut. Also, das wollte ich Ihnen aber nur ganz kurz erklären. Wir haben ja auch so ein paar journalistische Grundsätze und wir berichten halt über eine Versammlung mit, ich sage jetzt mal, großzügig 60, 70 Leuten. Nicht, weil solche Veranstaltungen finden jeden Tag in Baden-Württemberg, in vielen anderen Städten auch statt. Und wenn wir über diese Veranstaltung alle berichten würden, dann würden zu Recht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, oh Gott, jede kleinste Versammlung bildet ihr ab. Die Realität in diesem Land. Die Realität in diesem Land ist, es gibt ganz viele Veranstaltungen in einer bestimmten Größenordnung. Ja, hallo, mein Name ist Axel Graser, Studio Stuttgart. Ich finde es erstmal. Entschuldigung, ich hatte gerade ein Problem. Problem von der Technik. Für das Thema, gegen das Sie heute hier demonstrieren, also andere. Es ist wirklich wichtig, dass demonstriert wird. Ich glaube, Ihr Anliegen ist natürlich berechtigt. Warum berichten wir nicht? Ich glaube, es ist ja ausführlich jetzt dargestellt worden. Als Verantwortlicher für die Region Stuttgart und die Berichterstattung aus der Landeshauptstadt kann ich Ihnen sagen, wir haben jedes Wochenende zwischen 0 und 30 Demos in der Innenstadt. So, jetzt möchte ich mal einen hier finden, der selektiert und sagt, die marsch und die marsch nicht. Wir brauchen Maßstäbe, über was wir berichten, warum wir berichten. Und da spielt die Größenordnung eine Rolle, da spielen andere Faktoren eine Rolle. Und 60, 70 Leute ist einfach, aber es hier ist geht's viel, um die aber es ist zu wenig. Die zahlen alle GEZ, ja. Selbstverständlich. Darum geht's. Ich werde in dem Moment zwei Personen, die kamen in der Zeitung, in der Stuttgarter Nachrichten. Ja, gut, ja. Ist die Zeitung, aber nicht der SWR. Dann hat die Zeitung möglicherweise Kriterien gehabt, warum das wichtig ist. Es kann auch sein bei zwei Leuten, ganz klar. Ja? Ja, also, jetzt würde ich noch mal was zum Thema Berichterstattung generell sagen. Reden wir nachher. Ich würde Ihnen einfach sagen, schalten Sie uns öfters mal ein und hören Sie uns und schauen Sie unsere Sendungen. Dann werden Sie feststellen, dass vieles von dem, was Sie vermissen, eigentlich stattfindet. Das ist das eine. Das zweite, wenn ich höre, Berichterstattung ist nicht in Ordnung. Ich mache diesen Job seit 10 Jahren in der Region Stuttgart. Und Sie können sich vorstellen, was ich erlebt habe im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Da können Sie es keinem recht machen. Und wenn wir es keinem recht machen, die einen, die Befürworter sagen, scheiß Berichterstattung, die Gegner sagen, scheiß Berichterstattung, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen für eine Berichterstattung, ganz ehrlich. Ja, dann sind wir auf Kurs, dann sind wir neutral, dann sind wir ausgewogen. Und das ist unser Ziel und so berichten wir. Wir sind auf Kurs. Nein, also nicht auf thematischem Kurs.
Auf Regierungskurse. Und jetzt möchte ich nur mal eins sagen, weil Sie immer alle sagen, fremdgesteuert, gelenkt und sonst was. Das habe ich bei Stuttgart 21 auch gehört. Stellen Sie sich mal, ich würde gerne jeden mal einladen, wenn es geht, in eine Redaktionssitzung, was da los ist. Ich komme. Ja? Oh ja, was da diskutiert wird. Das ist ein ganz, ganz diskursiver Haufen und wir ringen um die Themen. Es gibt keine Anrufe aus Berlin. Sag, du musst jetzt aber das machen. Also das wäre ja wirklich eine ganz mechanische Vorstellung, wenn Sie hier behaupten, wir seien staatsgelenkt. Also denken Sie einfach darüber nach, wie kann staatsgelenkt funktionieren, wie soll das gehen rein praktisch. Wir sind sehr, sehr viele Journalisten hier im Haus. Wie kriegen Sie eben dazu, das eine Thema genauso zu machen, wie es möglicherweise der Mensch in Berlin will? Das ist meine tiefste Überzeugung. Was Sie hier so berichtet. Also ihr recherchiert gerade, ihr geht nach eurer Überzeugung, weil nach meiner Überzeugung stinkt es hier wirklich im ganzen Land von hinten nach vorne. Wir werden nur verarscht, falsch informiert. Da gibt es einen Herrn Strobel, dem seine Tochter, die sagt, was aus, im Fernsehen ausgestrahlt wird und auch nicht. Wir werden eigentlich nur angelogen von morgens bis abends, wie viele Leute wirklich sterben an der Impfung. Das kommt überhaupt nicht, gar nicht, überhaupt null. Auch die Krankheiten, die dadurch entstehen. Und wir werden nur dazu gezwungen heutzutage, dass wer sich nicht impfen lässt, auf bald gar nichts mehr. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz harte Entwicklung, die wir hier mitmachen. Und deshalb stehen wir auch hier, weil wir eigentlich gar nichts mehr zu melden haben. Gar nichts mehr. Nur noch ein Satz. Meine Frage, es ist ja auch mal konkret geworden. Es gibt ein Beispiel, wir würden nicht berichten über die Leute, die sterben an Impfungen. Letzte Woche haben wir berichtet, genau über dieses Thema. Deshalb noch einmal die Empfehlung, gehen Sie mal ein bisschen unvoreingenommen an uns ran, schauen Sie mal das Programm an, bilden Sie sich Ihre Meinung, und wenn es ein Schrott ist und wenn Sie einen Fehler entdecken, dann schreiben Sie uns, dazu sind wir da. Wieso kommt das denn auf die Hauptseite? Wir kommen doch auf die Hauptseite jeden Tag, wenn jeden Tag Menschen an der Impfung sterben. Na, ist das der Aufmacher auf der ersten Seite? Sterben auch seit April sterben 9 Menschen am Tag an der Impfung. Warum ist nie ARD oder ZDF auf dem Mikrofon zu lesen? Da schlägt ihr immer anonym rum. Natürlich, ich frage euch, ich rede euch persönlich an. Nein. Ich frage euch immer. Nein, das stimmt nicht. Auf jeder Demo frage ich euch persönlich. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach. Wir haben Windschutze. Wir sehen die Tagesschau ein, da steht immer Windschutz drauf, steht in der SWR drauf. Nein, WDR, ARD, irgendwas steht immer. Das stimmt. Also ich könnte einfach mal behaupten, was... Haltet ihr uns denn für blöd? Wir sind doch da und gucken und reden. Manchmal stehen keine drauf. Manchmal es steht nichts drauf. Dann ist es kein Team von uns. Moment, ihr, dann sagt ihr es. Was? Warum schreist du? Bleib doch ruhig. Damit du mich hörst. Man hört dich doch. Ich höre dich. Ja, das ist immer das kleine Verstehen. Das wäre das Stichwort. Lass uns schreien, dann verstehen die. Nein, alles gut. Also nochmal, natürlich können Sie uns identifizieren. Ja? Man sieht es an den Mikrofonen, die Kamerateams sind identifiziert. Und wenn Sie sowas mal sehen, dann schicken Sie es uns. Das kann eigentlich nicht sein. Es gibt ja auf Film und auf Video im Internet auf der ganzen Welt. Ja, aber nee, jetzt, ganz ehrlich, das mag sein. Dass wir ein oder zweimal. Doch, das ist so. Ich hab genug. Ich hab's gesehen. Also gut. Jetzt, ich glaube, wir können jetzt hier Ihre Einschätzung, unsere Einschätzung. Wir haben unsere Leute angewiesen, dass sie immer erkennbar sind. Wir wollen ja auch, dass wir als SWR. Lass doch jetzt mal, hast doch gerade gesagt. Wir wollen uns doch nicht verstecken. Ich kann mich selbst googeln, da sehen Sie das Ganze. Wir wollen uns gar nicht verstecken. Ihr wollt. Also, Sie laden mich ein. Entschuldigung, können wir mal gerade diesen Herrn ausreden lassen? Absolut ausreden lassen. Wenn jemand was zu fragen hat, sprecht er. Wenn er ihn dann erkennt und mal sagt, okay, aber so kommen wir nicht weiter. Das ist totale Kacke, was mir mal die Komophobie beim Kasperlis-Theater mal über Zwischen schreit. Aus diesem Grund, der Herr spricht jetzt, wenn jemand was zu sagen hat, sprecht er und dann darf er. Okay. Nein, ich glaube, ich fände es auch besser, wir würden andere Fragen auch diskutieren zu dem Thema Plopschutz, was wir auf den Mikros haben, wo SWR oder ARD draufsteht. Da steht Aussage gegen Aussagen. Ich behaupte, ich habe viele Demonstrationen mit meinen Leuten selber begleitet. Wir waren immer erkennbar. Wir wollen uns nicht verstecken. Das ist auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja in der Öffentlichkeit sein. Deswegen sind wir öffentlich-rechtlich. Wir stellen uns der Kritik. Wir wollen auch
dass Sie hierher kommen und sagen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was ihr macht. Ja, und wenn, doch dieser ehrlich? Professor deswegen aus Heidelberg, der behauptet hat, 50% der Menschen sterben an den Impfungen, der war bei uns in der 1930-Sendung. Wir haben überhaupt nichts verborgen. Ja, aber was wir auch gemacht haben, wir hatten auch einen anderen Professor, der gesagt hat, das ist wissenschaftlich nicht sauber, wie der arbeitet. Das ist Wissenschaft, das müssen Sie ertragen und das muss ich ertragen. Es gibt unterschiedliche widerstreitende Interessen, auch in der Wissenschaft. Die eine zitiert die Studie und die andere zitiert die Studie. Deswegen, nur mal ganz ehrlich, ich finde es mit der Wahrheit immer schwierig. Ihr sagt, wir arbeiten nicht mit der Wahrheit. Wir sagen, ihr arbeitet auch nicht mit der Wahrheit. Vielleicht habt ihr in manchen Dingen recht und wir haben in manchen Dingen recht. Und darüber kommen wir ins Gespräch. Das wäre mir lieber, als wenn wir es gegenseitig nicht ausreden lassen. Die Frage ist nur, ich habe Sie bezahlt und Sie nicht. Deswegen habe ich ein Recht, mit Sie zu kritisieren und umgekehrt nicht. Ach so. Ich bin nicht verantwortlich. Zumindest mal nicht gegenüber dem, der Sie bezahlt hat. Ja, ja. Bitte jetzt, Entschuldigung. Ja, aber das ist gut, wenn nämlich im Mikro gefragt wird, hören es halt alle besser. Ich hatte es ja bereits gesagt, wer jetzt was zu sagen möchte, kommt zu mir, bekommt das Mikro und damit das alle hören, okay? So machen wir das. Gut, sehr gut. Und die Schlange schreibt das um. Zieh gar nicht Maske. Achtung! Nein. Ja. Sehen Sie, das ist nicht mehr bei alle. Das ist einer doch mit Maske. Man muss immer aufpassen mit schnellen Antworten. Ich wollte fragen, ob Sie den Herr Bakti und den Herr Wodak dann mal einladen. Oder ob das nicht stattfindet und wenn nicht, warum nicht? Also ich denke, muss ich jetzt ehrlich sein, das wurde jetzt auch gerade bemängelt. Ich bin leider der falsche Ansprechpartner dafür. In meinen Sendungen kommt der Herr Bakti nicht vor. Ja, weil da kommt ab und zu mal jemand vor, der zu irgendeinem Thema was sagen hat, aber meistens Leute, die entweder in der ständigen Impfkommission sitzen, die da sitzen, die dort sitzen, ja, die ein Amt haben. Ich brauche Leute, die sozusagen nicht nur irgendwann mal Wissenschaftler waren und dann das veröffentlichen, sondern wir wollen schon transparent machen, warum ist jemand da, weil er ein Amt hat, zum Beispiel bei einer Behörde wie dem RKI, der Herr Wieler, der war jetzt, glaube ich, noch nie bei mir, weil das ist ja in Berlin. Aber ich muss dazu noch eine Anmerkung machen. Sie wissen doch, derjenige, wo von Talkshow zu Talkshow wandert, dieser Lauterbach, der gehört in die Psychiatrie. Der Mann ist, der ist in der Tatperson. Das mag, ja, das ist Ihre Meinung in allen Ehren, er ist ein gewählter Volksvertreter. Doch, er ist gewählt worden in den Bundestag und repräsentiert in unserer Demokratie bestimmte Wählergruppen. Das ist die AfD auch. Das ist die AfD auch, die hatten wir vorgestern im Interview. Ach, natürlich, die hatten wir. Ich tue gleich Kreizle machen im Kalender, dass wir auch mal was sagen dürfen, Opposition. Ach so, wenn wir sie einladen, dann wird uns der Vorwurf gemacht, dass wir sie jetzt mal eingeladen haben, aber eigentlich nicht wollten. Nein! Kein Vorwurf. Es ist doch... Also, aber weiter, ich bin jetzt hier nicht allein unterhalten. Also Sie haben eben gesagt, dass Sie Menschen aus der ständischen Impfkommission einladen. Dann möchte ich Sie auffordern, auch Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte aus dem Corona-Ausschuss einzuladen, um ein anderes Bild zu bekommen, um zwei verschiedene Meinungen tatsächlich gegenüberzustellen. Darum bitte ich Sie. Nein, ich kann doch jetzt nicht zu jedem Punkt irgendwas sagen. Dass ich bestimmte Leute einlade. Das sind redaktionelle Entscheidungen, über die streiten wir, wie es Axel Graser vorher gesagt hat, immer wieder neu. Und ja, genauso wie wir über den Heidelberger Professor gestritten haben, da waren auch nicht alle Namen gesagt. Der einzige Professor. Nein. Ja, aber das war jetzt mal. Ja, aber so läuft es bei uns auch. Aber es ist doch der Diskurs, das sagen wir doch schon seit Monaten, der findet einfach nicht statt hier. Wir wollen einen friedlichen und neutralen, wahrheitsgemäßen Diskurs erleben. Und das lässt aber die Bundesregierung nicht zu. Das ist Fakt.
Die wollen das nicht. Nein, das ist, es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, warum wir zwei das nicht mit Ja beantworten können. Eine Redaktion funktioniert so, dass die Chefs, nämlich wir, uns zurückhalten. Ich sage doch meinen Chefs vom Dienst und meinen Redakteuren nicht, welche Themen sie zu machen haben. Das nennt man innere Rundfunkfreiheit. Ja, so ist es. Und die Redaktionen ringen quasi, wen laden sie ein. Und wenn die Hütte mal extrem wird, spätestens dann, oder nur erst dann greifen wir ein. Aber vorher, die sitzt doch nicht jeden Tag da und sagt meinen Leuten, was sie in den Sendungen zu machen haben. Da haben sie ein sehr, ja, ich habe die redaktionelle Verantwortung, aber ich gebe nicht die Themen vor. Wer bin ich denn? Ich bin doch nicht allwissend. Ich habe meine Redakteure und die, wie gesagt, in den Redaktionssitzungen ringen um das Thema, suchen nach Antworten. Ich bin auch, ich will mal ein bisschen ironisch sein, immer sehr erstaunt, wenn Leute sofort eine Antwort auf irgendwas haben. Das ist nicht mein Job, das ist nicht unser Job. Wir haben keine Antworten auf alles sofort. Wir fragen nach, wir versuchen die Antworten zu finden. Ja, aber weil Sie sagen, alles gelenkt. Nichts ist gelenkt. Nein, nichts. Also, Sie wissen, wie Team funktioniert. Jetzt tun wir das erstmal wieder in die ruhige Bahn bringen. Jetzt kommt der nächste Redner. Halt, er steht nur Könnt ihr bleiben? Halt. Könnt ihr bleiben? Nur eine kurze Frage. Nein, nein, okay. Ich war ganz am Anfang bei Ihnen. Ich will mir auch nicht aufdrängen, ich versuche es kurz zu machen. Sie haben gesagt, Sie versuchen in der Regel die Wahrheit zu berichten, richtig? Ich nehme Ihnen das ab. Aber Sie sind Angestellte von irgendjemand da oben. Sie haben gar nichts zu entscheiden. Wenn Sie gegen die Mainstream-Medien berichten würden, wären Sie ihren Job los. Herr Swinton hat es von der New York Times 1881 gesagt. Der Journalist, der die Wahrheit berichtet, verliert seinen Job. Frage wurde schon mehrfach gestellt. Der Bakti muss eingeladen werden, der Wodak. Aber, nicht nur einmal, so wie der Lauterbach, in jeder Talkshow, genau. Auf SR, genau. Jeden Tag, Bakti, Bakti, Bakti. Und dann werden Sie sehen, ich weiß, Sie können das nicht. Aber dann werden Sie sehen, wie sich das Meinungsbild ändert. Ich komme gerade aus Afrika, ich war in Äthiopien, 3 Wochen. Das ist da, wo die Afrikaner so wie die Fliegen umfallen, weil sie geimpft sind. Was ein Scheiß. Die meisten, aber die haben einen Bürgerkrieg vor allem. Ich war in Äthiopien, da ist kein Bürgerkrieg. Das ist eine Lüge der Presse von irgendwo. Es gibt verschiedene Gebiete, so wie Bayern-Württemberg. Bayern ist scheiße mit dem Söder, kann ich ja sagen, meinesfrei. Und jetzt will Bayern unseren Impfzwang aufdrücken. Wir wollen nicht. Das ist da drüben. Ich laufe als Europäer durch die Straßen, mehr passiert gar nichts, ich sehe Armut. Ich sehe nur Chinesen mit Masken. Und die, wo bei öffentlichen Institutionen, Telekom arbeiten oder im Hotel, die müssen Maske tragen. Aber die meisten, mit denen ich spreche, I'm not crazy, I don't get this fucking vaccine. Die wollen sich nicht impfen lassen. Und dann geht das Leben weiter, ganz normal. In Australien habe ich schon Freunde, die haben mir berichtet. In Israel habe ich vorgestern mit einem Freund geschrieben, sagt der Ralf, alle, die die Delta-Variante bekommen haben, waren 2-mal geimpft. Genau. Die Impfung schützt sich vor der Infektion. Genau. Man vermutet, dass sie impfen lassen. Jetzt ist meine Frage. Warum versuchen Sie das, diese Themen nicht auf das reinzulegen? Oder seit gestern ist doch bekannt, seit gestern, ja? Oder vorgestern, Maischberger, Lauterbach liest nur Studien. Und wenn die Studie falsch ist, okay, ja, ich revidiere das, das stimmt nicht. Aber bis dahin hat dieser Wicht so viel Menschen Angst und Schrecken versetzt. Und es lasst ihr zu. Mein Wunsch, ich habe einen Wunsch. Ich glaube nicht, dass ihr es könnt. Aber es liegt an euch, eure Redakteure zu bearbeiten. Wenn ein Politiker einen Fehler macht, so einen gravierenden oder auch vorsätzlichen Fehler, Studien falsch zitiert, falsche Studien zitiert und nicht sagt, dass in Afrika die Kinderversuche gemacht werden, in Jordanien die Kinderversuche gemacht werden, dass in USA Kinder mit 1 und 2 Jahren nach der Impfung gestorben sind, das berichtet keiner. Das sind die Dinge, wo die Leute hören wollen. Also, mein Wunsch ist es, dass sie wenigstens die ganzen korrupten Politiker, Spahn nämlich meine nächste Woche in Ludwigshafen vor, ich bin eingeladen. Verbal. Das sieht die korrupten Politiker. Achtung, haltet bitte besser die Abstände ein. Geht ein bisschen auseinander. Ich bin nicht ganz zufrieden mit uns. Bitte 1,50 Meter Abstand untereinander, auch und insbesondere in der Nähe der Redner, dann bringen wir uns unbewusst ein bisschen weiter nach vorne auf. Bitte die Abstände einhalten. Also die korrupten, von der Pharma bezahlten Politiker müsst ihr an den Pranger stellen. Eure Aufgabe ist es, für uns zu berichten. Also nennt doch die Schuldigen, geh doch ein Stück über den Bundestag. Ja, wisst ihr, was über den Bundestag hängt? Da hängt die Plutokratie, die Plutokraten. Dirk Müller, der Mr. Dax, hat gut darüber berichtet. Kotenhofen-Kalergi hat es bestätigt, da der Mensch die nackte Plutokratie nicht dulden würde, werde ihm in Form der Regierung das Gefühl einer Macht von Wahlen gegeben.
ist es so. Ich zitiere Gründer der EU, doch, und das lege ich Ihnen ins Buch und wir können uns treffen. Ich lege Ihnen alles vor, was ich sage. Also, mach's kurz. Mein Wunsch, Sie müssen die kompletten Politiker, die an dieser Geschichte, inklusive der Pharma, sich die Taschen voll gemacht haben, an den Pranger liefern. Laden Sie regelmäßig Skeptiker ein, die mit Fakten kommen. Der Backler, ein Video mit 20 Minuten, wurde sofort runtergenommen von YouTube. Mega erklärt über Immunsystem. Und laden Sie mal normale Menschen von hier, die sagen, hey, ich habe einen Wunsch. Weil Sie wollen bürgernah sein, ne? Dann laden Sie doch Menschen ein. Ich stimme mich sofort und viele andere zur Verfügung. Ja, dass wir ich habe mich bei Tunja Hayali bewerben wollen, für und wieder. Man kann sich nicht einmal bewerben, man wird angerufen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe es genug geschwätzt, gell? Dankeschön. Ich danke dir. Das war gut, dann hat man das Gefühl, dass es doch kritisch berichtet wird. Ja, dann müssen Sie das jetzt aber auch sagen. So, also, ich glaub, gibt's mal schwer. Die Maischberger hat wirklich den Lauterbach vorgeführt. Da war doch voll der Arsch. Ich war auch schon bei Maischberger und habe den Brinkhaus vorgeführt und die Bale vorgeführt und so weiter. Aber es passiert zu selten. Momentan muss es täglich sein. Die Fakten müssen auf den Tisch. Und ich wünsche mir die Polizei an unserer Seite. Wir sind kein Vieh, das man kontrollieren muss. Zusammen mit uns. Ihr habt auch Kinder. Dankeschön. Schülerin. Jetzt nochmal von meiner Seite, haltet die Abstände ein, geht ein bisschen auseinander. 1,50 Meter, okay, dann können wir alle zufrieden sein. Ich möchte noch was dazu sagen. Ich hatte am 31. Juli, an dem Wochenende in Berlin, hatte ich die gleiche Demo wie jetzt, Abschaffung der GEZ und Freiheit für Georg Thiel. Hatte ich vom ZDF-Studio in Berlin unter den Linden angemeldet, rechtzeitig. Diese Demo, die ist mir dann am Donnerstag, das 31. war Samstag, am Donnerstag nach Nachfrage von mir, weil nichts kam vom ZDF, ist mir dann am Donnerstagnachmittag verboten worden. Aus fadenscheinigen Gründen, ihr wisst ja, 21 Seiten, ne? Und es wird verallgemeinert, und es wurde verallgemeinert für alle Demos, wo regierungskritisch waren, die wurden alle verboten. Und das hat mit Querdenken oder Schwurbler oder wie wir alle bezeichnet werden oder die anderen Leute bezeichnen, nichts zu tun. Und so ist das abgelaufen. Wollte ich nur mal kurz einen Zwischenbemerk machen. Und deswegen bin ich froh, dass wenigstens hier beim SWR heute zum zweiten Mal die Demo uns genehmigt wurde von der Versammlungsbehörde und dass auch Leute vom SWR hier rausgekommen sind. Sie sind doch deswegen nicht die Leibeigenen, nur weil Sie, also nur weil Sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, da können Sie mir doch nicht Ihre Leibeigenen, über die Sie verfügen können. Also wir sind Angestellte. Wir zahlen aber Sie von unseren Steuern. Ja. Ruhe bitte. Jetzt kommen Zahlen Millionen, nicht nur Sie, viele andere auch. Die nächste Anfrage. Also ich würde die Diskussion gerne nochmal erben, ob wir darüber einstimmen, dass wir hier unzufrieden sind mit Ihrer Berichterstattung. Okay, ja. Und warum glauben Sie, dass wir das bezahlen müssen, wenn wir damit nicht zufrieden sind? Weil wir keine Berichterstattung machen, die nur sozusagen dem Einzelnen gefallen muss, sondern weil wir versuchen, ein möglichstes, bezweifeln Sie, weiß ich, objektives Bild der Wirklichkeit in unserem Land zu zeigen. Ob es jedem Einzelnen gefällt, ist dabei gar nicht die Frage. Aber die Frage war, warum ich das bezahlen soll, wenn ich das nicht für die objektive Wirklichkeit halte. Also es dürfte praktisch unmöglich sein, dass man, also ich hab drei Fragen. Es dürfte praktisch unmöglich sein. Darf ich dann noch kurz, soll ich gleich noch was dazu sagen? Weil wenn alle nur noch das hören, was sie hören wollen und sehen, was sie hören wollen, dann findet die Spaltung der Gesellschaft in ganz vielen Mikrogruppen statt. Ihre Wahrheit, meine Wahrheit, seine Wahrheit, die Wahrheit derer da hinten. Und dann kommen wir überhaupt nicht mehr in den Diskurs. Dann gefällt es mir schon besser zu sagen, ihr müsst mehr von unseren Leuten zu uns ins Programm einladen. Ja, das nehmen wir mit. Ich glaube, kam ja gerade, hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert. Es kommen auf einmal auch ein paar andere Meinungen vor.
Also das heißt, wir diskutieren doch, wir nehmen doch auch das auf, was an Kritik an uns herangetragen wird. Aber halt offenbar nicht so schnell, wie Sie es gerne hätten. Okay, also Sie sagen, also Sie wollen nicht, dass die Gesellschaft in unterschiedliche Meinungsanteile zerfällt, sozusagen. Ich würde das als antipluralistisch bezeichnen. Und das ist demokratiefeindlich. Nur selektierte Wahrheit für uns. Nein, das ist... Okay, wir lassen es aber so stehen. Ja, nee, also das ist ja kein Argument, und ich möchte, dass wir das in Kraft bringen. Nein, das ist doch nicht antipluralistisch. Wir diskutieren noch auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber am Ende wollen wir, nicht nur als Öffentlich-Rechtliche, so funktioniert unsere Gesellschaft, dass wir irgendwie versuchen, im Gespräch zu bleiben und einen Konsens in den Grundsatzfragen zu erzielen. Das ist Demokratie. Okay, dann greife ich das Demokratiewort mal auf. Es heißt ja, es ist eine Demokratieabgabe, die Haushaltsabgabe. Welches Mitbestimmungsrecht habe ich denn bei Ihnen, bei der Berichterstattung über die Inhalte? Ich möchte da mitbestimmen. Wie mache ich das? Der Kollege möchte, glaube ich, was sagen. Du kannst Leserbrief schreiben. Bitte wieder mehr auf die Abstände achten. Also wir haben ja... Wir haben einen Landesrundfunkrat, wir haben einen Gesamtrundfunkrat, einen Rundfunkrat. Es ist gesetzlich so vorgesehen, sind alle gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten. Und da werden Sie irgendjemanden finden, der Sie da drin vertritt. Da ist der Landesjugend drin, dann sind Sozialverbände drin, dann sind die Gewerkschaften drin, die Arbeitgeberverbände, die Parteien, die AfD ist auch drin. Die sind alle drin, die kontrollieren uns. Die Sitzungen sind übrigens öffentlich, da können Sie kommen. Sie können kommen, können Sie reinsitzen, hören bei diesem Tipp oder zuschalten im Moment über Teams. Wir sind da super transparent, ehrlich. Und welche demokratische... Und wir können ja nicht, das hat so 80 Millionen Menschen einladen zu so einer Sitzung, aber es ist halt ein Repräsentativprinzip. Also es funktioniert ja auch eine Bundestagswahl für 80 Millionen Wähler. Ja? Jetzt ist meine Frage, wer wählt denn die Leute in die Rundfunkräte? Also ich bin das nicht. Na, die Landtage bestimmen in so einem Rundfunkrat zusammengesetzt und die werden ja irgendeine Wahl mal teilgenommen haben und vielleicht in irgendeinem Parlament auch vertreten sein, weil sie eine Partei gewählt haben, die da drin sitzt. Und warum? Und die entscheidet dann, wer kommt rein. Sie haben sehr, sehr zu Recht, finde ich, diesen Medienstaatsvertrag zitiert, das ist alles wunderbar beschrieben, das stimmt alles, Ihre Ableitung teile ich natürlich nicht ganz, ganz klar, aber das wird von den Politikern in den Parlamenten gemacht. Also das machen doch nicht wir. Also sind Sie nicht Staatsfan, weil die Politiker in den Parlamenten bestimmen, wer im Rundfunkrat meine Meinung vertritt? Nein, wir sind deshalb Staatsfan, weil die Parteien im Rundfunkrat eigentlich nichts zu sagen haben. Aber Sie sagten doch gerade, die repräsentieren mich und haben jetzt nichts zu sagen, das ergibt doch keinen Sinn. Es geht nur ganz kurz. Es geht, wir werden uns auch da nicht einig, aber ich versuche es trotzdem nochmal zu erklären. Weil ich recht habe. Nein, es geht. Ja, vielleicht. Also, es geht um eine Repräsentanz. Und diese Repräsentanz, die muss man irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppen übertragen. Und so. Durch eine demokratische Wahl. Das würde auch funktionieren. Also, ich wäre glücklich. Ja, aber Sie können in Ihrem Sportverein können Sie ja auch nicht wählen. Also, wenn Sie in einem Sportverein sind. Da muss ich auch nicht rein. Da bin ich ja freiwillig ausreichend. Ja. Und ich kann euch nicht ausreichend. Aber ist das jetzt ein Punkt für mich? Also ich werde nicht repräsentiert im Rundfunkrat, weil ich den nicht wähle. Nein, also nur, man repräsentiert nicht nur durch Wahl. Sorry, falsches Verständnis, bin ich mir leider. Machen wir lieber nochmal. Okay, also den Punkt habe ich. Jetzt ist meine dritte Frage. Nach Landeshaushaltsrecht müssen Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, die landesunmittelbaren Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre Landeshaushalte genehmigen lassen. Das dient der demokratischen Legitimation. Die können nicht Geld ausgeben für was auch immer sie wollen. Das muss genehmigt werden von gewählten Volksvertretern. Bei Ihnen ist das nicht so. Ich behaupte, Sie finanzieren indirekt den Terrorismus und wahrscheinlich auch sexuellen Kindesmissbrauch mit. Und ich will das nicht bezahlen. Und was muss ich tun, damit ich sowas nicht bezahlen muss? Also ich bezeichne vor Gericht die öffentlichen Rundfunkanstalten für verfassungsfeindliche Organisationen, als verfassungsfeindliche Organisationen. Ich werde von den Gerichten dafür verarscht, ich werde dann nicht gehört. Was muss ich denn machen, um etwas, was ich für eine verfassungsfeindliche Organisation halte, nicht mehr finanzieren zu müssen? Entschuldigung, die Gesetzeslage ist halt eine andere, so einfach ist es. Ja. So, ich möchte jetzt auch nochmal zurück zu sprechen zu kommen auf Bhakti und Wodak und Thiel, Corona-Ausschuss und Hadic. Kennen Sie Hadic? Ja. Ich Ihnen das was. Dr. Büchel, Hocker, klar kennen Sie die nicht. Ioannidis, Dr. John Ioannidis von der Stanford University of California und tausende andere. Und Sie, die Presse,
die Mainstream-Medien geholfen haben, deren Ruf zu vernichten. Ja, haben sie geholfen. Diese Ausdrücke Schwurbler, Aluhutträger, Covidioten, das habt ihr nach außen getragen. Und dessen sind wir hier. Also wir bezahlen dafür, dass wir beleidigt werden. Okay, ist Ihnen das bewusst? Noch nicht weit. Ich bin noch nicht fertig. Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie sagen vorher, Sie können ja nicht jeden zu Wort kommen lassen, der irgendwann mal ein Professor war. Nein, Bhakti ist viel mehr als irgendjemand, der irgendwann mal ein Professor war und 10.000 von Ärzten ausgebildet hat. Es war der erste zusammen mit Wodak, der eine gegenteilige Meinung zu der offiziellen angenommen hat. Und wissen Sie was? Er hatte verdammt nochmal zu 100% recht. Wo ist denn das mit der exponentiellen Wachstum? Den Hunderttausenden, Millionen von Betten, Milliarden von Toten, die prognostiziert wurden und aufgrund dessen der Lockdown überhaupt erst gerechtfertigt wurde. Das ist doch überhaupt nichts mal im geringsten eingetreten. Die Thesen von Wodak, die Thesen von Bhakti waren richtig. Die haben immer zu 100% recht gehabt. Und die laden sie nicht ein, weil da war doch nur irgendwann mal ein Professor. Ja, genau, das ist was sind die versprochenen 100.000 Tode? Die Leute, die hier bewiesen haben, dass sie wirklich eine aussagekräftige, ernste, richtige Meinung haben, die lassen sie nicht zu Wort kommen und unterstützen dabei, dass wir hier alle beleidigt werden. Und jetzt noch eine kleine Sache zum Schluss. Der Umstand, meine Herren, und ich respektiere das wirklich, dass Sie hier im Freien mit Maske stehen, bei 1,50 Meter Abstand, bei einer Inzidenz von 14, es ist ein Witz. Sie wissen genau, dass Sie kein Virus abkriegen werden. Und vermutlich sind Sie beide noch doppelt geimpft. Das zeigt doch ganz genau, welche Gesinnung und zu welcher Sekte Sie wirklich gehören. Objektiv berichten werden, wirklich? Das sollen wir Ihnen jetzt glauben? Ja. Schönen Tag noch. Somit habt ihr eure Glaubwürdigkeit komplett verloren. Der Sender und ihr zwei. Komplett. Ultraviolette Strahlung durch das Coronavirus vor. Sie wollte noch mal was fragen. Sie haben ja letztes Mal den Teil 1 gemacht dieser Veranstaltung. Wo ist eigentlich der Teil 2? Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Er hätte schon wieder falsch berichtet. Aber das war doch eine Frage. Ja, nein, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Aber es ist, warum haben Sie dann einen Teil und nicht den zweiten Teil? Wer macht das? Irgendjemand hat es ja aufgezeichnet. Irgendjemand muss es ja machen. Ich habe es nicht gemacht. Okay. Wir sind eine freie Presse. Ich habe extra Sie sind nicht frei. Ich habe extra wegen Ihnen die Presse, der Journalismus aufgenommen. Weil Sie nicht richtig berichtet. Ja, okay. Nur wegen Ihnen. Also darf ich dann mal meine Frage stellen? Nur kurz. Ich habe jahrelang. Ich bin jetzt Mitte 40, ich habe jahrzehntelang bitte gerne... Bitte Abstände einhalten, auch die Leute, die hier vor mir stehen. Ich habe jahrzehntelang gerne den SWR gehört. Ich habe damals... Außer Ehepaare, alle Menschen, 1,50 Meter Abstand untereinander, bitte. Ich habe damals die Sendungen für objektiv gehalten. Ich habe gern SWR 1 Leute mir angehört. Ist mir alles ein Begriff, aber seit ungefähr 2 Jahren sehe ich nicht nur bei Ihrem Sender, sondern auch beim Deutschlandfunk einfach eine Veränderung. Das ist einseitige Berichterstattung. Und ich frage mich, warum Sie das selbst nicht merken. Wir haben es alle gemerkt. Wir haben vielleicht keine Zeit, jede Sendung von Ihnen anzuhören, aber mir hat es wirklich gereicht, wenn ich im Auto hin und wieder mal SWR am Abend oder sowas hören muss und es über Querdenker geht. Das sind diese Beleidigungen. Das sind mittelalterliche Begriffe, die Sie ständig nach außen tragen. Das ist erst 2 Wochen her. Warum tun Sie das? Ja, diese Begriffe aus dem Mittelalter, Corona-Leugner, allein dieses Wort Leugnen nach außen zu tragen, das erinnert mich ans schlimmste Mittelalter, 15. Jahrhundert. Ich hätte nie gedacht, dass ein öffentlicher Sender solche Begriffe aufnimmt und nach außen schlägt. Und meine Frage ist, warum tun Sie das in Ihrer Redakteure? Warum stören Sie sich nicht daran? Und wo ist die kritische
Berichterstattung geblieben, die wir vielleicht vor 5 Jahren noch hatten? Das ist meine Frage. Ich bin wirklich enttäuscht. Okay, gut. Wenig überraschend. Teile ich den Befund mit. Ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren in dem Haus hier beschäftigt. Ich habe jetzt nicht feststellen können, dass wir irgendwie unsere Arbeitsweise verändert haben. Aber das ist meine Einschätzung. Ihre Einschätzung ist eine andere. Ich finde immer noch, gerade bei SWR 1 Leute bilden wir ein sehr, sehr breites Spektrum von Meinungen ab. Auch, ja, doch, auch Leute, die solche Thesen vertreten, wie Sie sie vertreten. Ja? Weil das gehört auch dazu, die Thesen werden ja dadurch nicht aus der Welt geschafft, indem wir nicht drüber berichten. Wenn wir den Herrn Bakti nicht einladen, also ganz ehrlich, der findet doch trotzdem sein Publikum. Habe ich doch vorher gehört, dass der Millionen Aufrufe auf sich hat. Sie sind verantwortlich. Wir zahlen Kohle an Sie und nicht an der Bakti, aber an Sie. Und Sie sagten vorher, dass Sie die Wahrheit für uns vorselektiert. Haben Sie vorher gesagt vom Inhalt her. Ihr selektiert für uns die Wahrheit vor. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das waren Ihre Worte vorher. Nein, stimmt natürlich nicht. Also Sie, ich finde es schon irgendwie immer wieder interessant, wie Sie sozusagen sagen, mir das Wort in den Mund, denn wir sind auf der Suche nach Wahrheit. Und das ist das ja. Es geht nicht auf die Straße, die Wahrheit. Sorry, ihr seid jetzt hier 60 Leute, die ihre Wahrheit haben, und woanders stehen wieder 60, die eine andere Wahrheit haben. Und wer sagt mir denn jetzt als Journalist? Frau Morgel. Ach so, welches die richtige Wahrheit ist. Und nach der versuchen wir zu suchen. Nein, dann müssen Sie nicht recherchieren. Das mache ich mir doch auch. Wir recherchieren doch auch. Ja, aber in eurem einen Themengebiet recherchiert ihr. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben übrigens, ich kann das noch kurz zum Ahrtal sagen, ja? Wer hat denn irgendwie, das waren doch die Öffentlich-Rechtlichen, die gesagt haben, dass die das Behördenversagen angeprangert haben, weil nicht rechtzeitig gewarnt wurde? Ja? Das waren unsere Recherchen. Das hat aber zu lange gedauert. Ja, aber vielleicht müssen wir halt auch erstmal recherchieren. Gebt uns doch wenigstens die Zeit. Aber die Regierung muss für 5 Tage vorher lassen. Das ist doch Beweise. Sie müssen eine Lage haben. Und nicht bloß Pfeifen einladen. Nicht bloß Pfeifen. Am September fängt wieder die Schule an. Mein Sohn hat nicht die Zeit, bis ihr die Wahrheit mal rausfindet. So mein Sohn, wollen die genauso wegimpfen und wegtesten. Wie lange soll ich warten? Das ist doch Gesetz. Was hat der Lauterbach gesagt? Es gibt keine Studie, die das belegt. Der Lauterbach, der liest Studien. Was liest denn der? Sexy oder Bravo oder was macht der? Ja, aber was hast du denn sonst? Der Lauterbach hat die Klappe zu halten. Er ist nur Gesundheitsmanagement. Das funktioniert auch nicht. Ihr wollt, er erzählt uns, wir sollen niemanden den Mund verlieren. Schauen Sie mal. Ich habe bis jetzt noch nicht meine Frage beantwortet. Der Lauterbach achtet auf die Abstände, nicht alle wieder aufeinander. Geht auseinander etwas. Hallo, da ein Neurologe, kein Epidemiologe, hat er gar nicht studiert. Ich lasse jetzt mal das Impact schön weg, weil was mich eigentlich am meisten bewegt ist, zum Beispiel, was jetzt wieder in Berlin passiert ist. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, dass wir wirklich in eine Diktatur driften, weil wenn eine Demonstration nicht gestattet wird, wogegen die Regierung ist, da stimmt dann irgendwas in der. Und da hätte normalerweise jeder Rundfunk, jeder öffentliche Dienst hätte da die Bilder zeigen müssen, wo Kinder geschlagen werden, wo Frauen hinterrücks umgeschmissen worden sind. Das sind Bilder, wenn man die sieht, das ist einfach schlimm. Und das sind Polizisten, denen gehört sofort alle, aber alle miteinander, der Job weggenommen. Weil die sind nicht fähig. Die sind nicht fähig. Und ich habe kein Bild von dem, kein Videoausschnitt, gar nichts gesehen von euch. Egal wo ich geschaut habe. Und in der Zeitung ist auch gekommen, in der Welt, angebliche Polizeigewalt. Wo ich das schon gelesen habe, habe ich gewusst, wo es hinläuft. 500 Festnahmen. Und das sind die ganze Geschichte. Von Anfang an, bei meiner ersten Demo, bin ich heimgefahren und es hat geheißen, es waren nur Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker. Ich bin der Mittelstand. Ich habe nur CDU gewählt. Ich kann das nicht mehr, weil das ist wirklich schlimm, was da im Moment gerade passiert.
Und die Spaltung, wo passiert, die macht nur ihr. Und da bin ich ganz sicher, die macht wirklich nur ihr. Weil ihr uns von Anfang an diffamiert habt. Und wir haben nur hinterfragt. Ich habe nie irgendwas geleugnet oder sonst irgendwas. Ich habe hinterfragt. Warum soll ich mich impfen lassen, wenn eine Notfallimpfung, sagt der normale Verstand schon, dass ich mich da nicht impfen lasse, weil kein Arzt oder sonst irgendjemand muss jetzt... Übernimmt die Haftung. Nimmt die Haftung, genau. Niemand, niemals. Dann weiß ich doch schon im Voraus, dass ich das erstmal lasse. Vor allem, weil der Virus nicht so gefährlich ist, wie es immer uns gesagt wird. Das ist ihr. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Es wird viel zu viel Angst unter die Leute gestreut. Durch die Medien. Und dadurch wird immer weiter wird die Spaltung vorangetrieben. Man wird draußen, wenn man mal einen zu dicht kommt, die Maske laufen, egal aus was von Gründen, die können ja die Maske tragen, aber da wird man dumm angeschaut. Wenn man hustet. Wenn man irgendwo im Laden ist. Ich habe Maskenbefreiung zum Beispiel seit letztem Jahr schon. Da wird man angemacht, aber das ist alles Sache, Durch die Medien, weil wir so dargestellt werden, als wenn wir nur bekloppt werden und teilweise Nazis und Rechte. Das hilft mir nicht. Sagen Sie doch, was sind wir? Wir stehen auf der Straße und wir müssen darüber neutral berichten endlich. Bringt das unter die anderen Leute, die Angst haben draußen, berichtet denen und sagt, wir sind normale Leute, wir stehen für Frieden und Freiheit vor allen Dingen hier, die im Grundgesetz stehen. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ganz klar, dass ich mein Statement hier dazu zum heutigen Tag. Aber das ist ja nicht mehr geöffnet. Also, Herr Rehnhausen, Sie wollen auch was sagen, ganz kurz. Also, jetzt machen wir noch zwei, drei Fragen und dann würden wir uns verabschieden. Sie müssen meine Frage noch beantworten. Nein, ich habe gesagt, ich beantworte jede Frage. Das ist, nein, ich bin doch hier nicht. Ich muss doch hier nicht auf alles eine Antwort geben. Ich habe auch gar nicht auf alles eine Antwort. Das sage ich. Ich bin kein Experte. Ja, natürlich. Alles. Nein. Und die Gesellschaft. Die anderen Leute müssen von Ihnen aufgeklärt werden. Aufklären. Das ist Arme. Aber deswegen sind wir doch auch hier, um zu gucken. Um uns zu überzeugen, was für Menschen hinter dieser Unzufriedenheit stecken. Und wir sind doch die Letzten, die sagen, sie sind Aluhutträger, ich sehe gar niemanden. Oder sie sind Rechtsradikale. Erstens sehe ich ihnen das gar nicht an. Also wie gesagt, ich kann nur... Sie haben gesagt, wir haben nur ein Thema. Sie haben doch gemerkt, dass hier Leute stehen, ich nehme mich jetzt mal raus, die vielseitig an Themen drin sind im Wissen, die ein gesundes Basiswissen haben, oder? Also es gibt nicht nur ein Thema. Ich bin Familienvater und das, was der Herr da gesagt hat, deshalb bin ich hier. Okay? Wo gibt es das, dass Kinder ab 12 Jahren entscheiden dürfen, ohne die Eltern noch zu geimpft werden? Wo gibt es das? Wo gibt es das, dass vielleicht Impfbusse an der Schule fahren und dort impfen, ohne dass die Eltern dabei sind? Ihr habt die Möglichkeit zu recherchieren, wir haben es nicht. Wir haben alle einen Job, wo wir machen. Wir, aber das ist eine gute Geschichte. Langsam. Ihr müsst alle irgendwann in den Spiegel gucken. Und ihr müsst sagen, was ihr gemacht habt. Das wird ihr irgendwann müssen. Und ihr könnt noch so lange, wie ihr wollt, nachdrehen, wie ihr das wollt und machen, wie ihr das wollt. Es wird was kommen und es wird sich ändern. Und wenn ihr nicht dabei seid, ist schade. Ihr werdet wirklich bezahlt von den Menschen von Deutschland. Die müssen sich Infos holen, wo sie nur können. Weil wirklich nichts kommt. Sie haben gerade gesagt, ihr müsst uns Zeit geben, in der Flutkatastrophe zu recherchieren. Dahin irgendwelche Reporter, die ihr Herz geht hin, die sind nachgefahren, private Leute. Ihr seid da an einem riesen Laden. Ja. Der führt Leute nach, der nimmt es auf, der zeigt es, der sagt, das ist unglaublich. Ja. Euch muss man Zeit geben. Ich weiß nicht, also das Budget, was ihr verfügt, das sollte das drin sein.
ihr habt die Möglichkeit, die zu stoppen. Und wenn ihr die Eier nicht dazu habt, dann seid ihr echt am falschen Weg. Und ihr müsst zusammenhalten, alle. Und, okay. Wir alle zusammenhalten, da kann keiner was machen. Wenn aber die Hälfte sich weg tut, dann sind wir da, wo wir jetzt sind. Das ist so eine ganz simple Methode, eine Gegenfrage zu stellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich bin Journalist. Wenn Sie mir sagen, ich kenne einen Ort, wo ein Bus hinfährt mit 12-jährigen Kindern, die werden dort geimpft und keine Eltern sind dabei, dann rufen Sie mich sofort an, dass Sie mir sofort mit dem Team da. Ja, wenn ist Sie zu spät, sollte, weil dann sind Sie geimpft. Ist spät. Wenn Sie das wissen, sagen Sie es mir. Ja, dann das fahren wir keiner mit und das wissen Sie genauso. Wo? Warten Sie noch 6 Wochen. Aber wir sollen es schon wissen. Gut. Wissen Sie, wir sind ja anwesend auf Information. Aber ganz kurz nochmal schlecht. Aber ganz kurz, was weil er das gesagt hat, zum die Flute recherchieren. Wenn wir dann sehen, das ist jetzt zwar RTL, wie aber durch ein Video bewiesen worden ist, wie eine sich trägt ins Gesicht schmiert, dann muss ich ehrlich sagen, dann glaube ich mir irgendwann mal gar nichts mehr von euch. Warum habt ihr das gut noch nicht so? Warum habt ihr kein Video gebracht, wo mit der Polizeigewalt, dass sogar der UNO, also der UNO hat sich jetzt selbst... Ich habe es mitgekriegt, der Berliner Innensenator hat was dazu gesagt, hat gesagt, möglicherweise gab es da Übergriffe. Also, aber kurz zu sagen, ich bin hier für den SWR... Nochmal auf die Abstände hinzuweisen. Ihr merkt es nicht, aber ihr kommt langsam immer zusammen, wenn die Redner da sind. Ja, weil wir euch bitte von aber darf ich noch, weil Sie den gerade erwähnen, der Innensenator Geisel, Sie wissen, was das für eine Person ist, oder? Der war bei der SED und wahrscheinlich auch bei der Stasi. Und so einer hat das Sagen in Berlin als Innenminister. Hui, Teufel, muss ich jetzt sagen. Ich muss jetzt weder den Herrn Geisel, muss ich jetzt verteidigen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin hier nicht für den RBB, der nämlich für Berlin zuständig ist. Ich bin hier für den SWR. Deswegen, mir verzeiht mir das auch. Ich kann jetzt nicht zu allem, was irgendwo in der ARD nicht richtig läuft, was sagen. Mir reicht schon, dass ich mich beim SWR um die Sachen kümmern muss. Und darum stehe ich jetzt heute Abend auch hier mit Axel Graser zusammen. Und das ist eigentlich das Zeichen, das wir an euch aussenden wollen. Wir drücken das jetzt nicht weg. Wir sagen jetzt nicht, ach, das ist jetzt ein paar Irre, jetzt gehen wir mal da raus und gucken die an. Nein, wir nehmen das ernst und wir werden das auch mitnehmen in unsere Redaktionskonferenzen. Und werden auch über die Themen heiß diskutieren. Dann nehme ich Sie beim Wort. Weil Ihre Kollegen letztes Mal haben auch versprochen, dass darüber berichtet werden soll. Das haben Sie jetzt entkräftet. Aber man kann auch über 70, 80 Leute hier berichten, dass wir da waren. Die Leute müssen doch erfahren, wir waren da und wir kämpfen dafür, dass ihr neutral und objektiv. Jetzt sind wir nicht mehr gewillt, die GEZ zu zahlen. Für was sollen wir das noch zahlen? Ich mutmaße, wir würden anderen Leben, wenn wir über Ihre Proteste berichten und nicht die Nachrichten. Aber da, ich mache Ihnen keine Versprechung, aber ich sage Ihnen, wir nehmen das ernst und wir nehmen das auch mit. Und darum waren letztes Mal meine Kollegin und mein Kollege hier und darum sind wir heute gekommen. Nicht, weil wir es wegdrücken wollen oder weil wir ein bisschen gut Wetter machen wollen. Das brauchen wir heute auch nicht, ist ja welches. Aber, sondern weil wir das schon. Das Problem ist, ich ausbalanciere her. Von den Zusatzkabeln. Das kostet mir. Ja, aber das Wichtigste ist aber nochmal: die Leute, die Angst haben, und das sind die nicht nur die Älteren, die müssen richtig, objektiv müsst ihr berichten drüber, wie die Sache wirklich ist. Dass die keine Angst mehr haben vor irgendwas. Keine Angst vor Corona, keine Angst vor uns. Also das muss gerade gestellt werden. Und das können wir verlangen von euch. Wir zahlen dafür das genauso Geld dafür. Und da möchte ich, dass ihr objektiv drüber berichtet, dass endlich die Spaltung der Gesellschaft aufhört. Also ich
um Verständnis bitten, wir würden jetzt einmal wieder hochgehen an unseren Schreibtisch und noch ein bisschen was arbeiten. Aber es ist doch immer noch interessant, oder? Ja, natürlich. Also, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ungefähr die Stimmung mitgekriegt. Wir haben auch die Punkte mitgekriegt, die euch an unserer Berichterstattung stören. Und wir werden da drüber diskutieren und wir werden da auch dran arbeiten. Kann ich ein Foto mit dem machen? Wieso, dass man das sieht? Hallo, hallo, bitte. Jetzt lass mal die Form an. Also ich finde, man kann viel an der Presse kritisieren. Ich bin jetzt 62 Jahre alt, demonstriere seit 42 Jahren. Allerdings in der Regel auf der anderen Seite, ich habe Jahrzehnte gegen Atomkraft demonstriert. Okay, dann machen wir auf der gleichen Seite. Ich habe ganz, ganz oft gegen Nazis demonstriert. Und es stimmt. Es stimmt, man kann die Presse kritisieren. Also ich habe es in Neckarwestheim erlebt, vor vielen, vielen Jahren, dass heute von 20 Uhr Nachrichten ein Bericht gebracht worden. Und die Presse vom SWR hat berichtet, dann 20.15 Uhr, die Scheinwerfer sind ausgegangen und die Polizei ist ziemlich massiv in unsere Blockade reingegangen von der Kabestheil. Es gab eine Frau, die war schwer verletzt und die Presse war schon weg. Das ging dann nur über linke Medien, dann dieser Bericht. Also man kann Presse kritisieren, aber wir haben alle auch die Pflicht, uns genau zu informieren. Wir haben, es gibt nicht nur die Pflicht an die Journalisten, dass die sagen, was sie gesehen haben. Und sie können natürlich auch nur sagen, was sie gesehen haben. Aber wir haben auch die Pflicht, nicht nur ein Magazin zu sehen, sondern vielleicht zwei Magazine, drei Magazine. Dann sehen wir unterschiedliche Meinungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir Angst, wenn hier kompakt hochgehalten wird und dann gezeigt wird, das seien praktisch die Medien, aus denen wir uns informieren. Und das ist etwas, wo ich sage, diesen Medien traue ich überhaupt nicht. Das sind rechte Medien. Dann erklär mal, was ist schon da. Andere Leute wollen auch was sagen. Und deswegen finde ich es richtig, es ist richtig zu sagen, wir kritisieren die Presse oder Sie kritisieren die Presse, aber diese Alternativ, sogenannten Alternativmedien, die rechte Hetze, die da verbreitet wird, das sind keine Informationen. Hallo. Sie hat jetzt was gesagt, sie darf das hier sagen. Wir sind immer noch wahrscheinlich in einer Demokratie, wo jeder was sagen darf. Woanders wahrscheinlich nicht, manchmal, denke ich. Aber die Herrschaften möchten sich jetzt verabschieden von uns. Ihr könnt gerne selber noch was sagen, wer noch was auf dem Herzen hat. Aber die Herrschaften werden nun nichts mehr beantworten, weil sie jetzt ins Haus gehen. Haben auch nichts beantwortet. Ich habe einen Vorschlag für die Wir haben nur schön geredet, mehr nicht. Hallo, haltet bitte die Abstände ein. Du bist der Herr von SWR, eine Uhr hat. Dann gibt es Mikro weiter. Dann gibt es Mikro weiter. Dann kannst du uns alle aufhalten. Meine Bitte an die Herren vom SWR wäre, bevor sie irgendwelche Nachrichten, die von ARD oder ZDF kommen, nicht ungeprüft zu verteilen, sondern selber zu recherchieren. Hey. Ja, ich wollte was ergänzen, aber Sie haben gesagt, Sie machen eine Runde mit Leuten von uns möglicherweise. Das wäre sehr gut und ich würde vorschlagen, dass Ihr Programmchef auch dabei ist, weil Sie können ja nichts bestimmen, das muss ja der Programmchef sein. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns ein kurzes Video von Bhakti ansehen, weil ich glaube, Sie kennen den nicht richtig. Und dann diskutieren wir. Das wäre mein Vorschlag. Dass man die andere Seite...
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben es missverstanden. Ich habe nächste Tag nochmal zusammen einen Rundgang. Und ich sage, ich würde Sie gerne mal einladen in eine Redaktionskonferenz. Das habe ich gesagt. Vom Rundgang war keine Rede. Ja? Und wir können Sie im Moment gar nicht ins Haus lassen, eben wegen der Pandemie. Wir haben sehr strenge Regeln. Ja? Aber wir können natürlich in den Dialog gehen. Das machen wir. Wir können Sie zuschalten, wenn Sie Bock haben. Dann diskutieren wir nochmal. Sie haben eine Karte. Aber wir können jetzt natürlich nicht durchs Haus schlafen und Sie gucken sich alles an. Das geht nicht. Das war echt ein Missverständnis. Es war nur ein Beispiel dafür zu sagen, dass Sie einfach mal ein Gefühl dafür hätten, wie so eine Redaktion läuft, wie die ihre Themen entscheidet, dass da eben kein Plan ist, der aus Berlin kommt und drauf steht, heute das und das und das macht. Ja? Okay? Vielen Dank. So, möchte jetzt noch jemand was sagen, ohne an die SWR-Leute? Also ich finde es erstmal gut, dass die zwei Herren da waren. Wir können jetzt behaupten, was wir wollen, aber es ist gut, dass sie es in Fragen gestellt haben. Natürlich können sie nicht alles so beantworten, wie wir das hören wollen. Das ist doch normal, oder? Aber ich finde es gut, dass sie es gestellt haben. Und wenn beim letzten Mal andere da waren, ist es auch gut. Nein, ja, er hat doch gesagt, er findet es gut. Aber was wichtig ist, wir müssen zu dem Bäcker, wir dürfen nicht zur Brezel. Ich will nicht persönlich nehmen. Wir müssen zum Bäcker, weil der Bäcker da oben hat es sagen, er sucht den Hauptschuldigen, wo der ist. Und nicht eine Zentrale in Stuttgart oder eine vielleicht in Mannheim oder sonst wo. Das sind nur die Angestellten. Sie haben noch einen Job, ist nicht mehr. Das sind Mittäter. Ja, aber ja, Mittäter, wie die Polizei auch. Wenn ich sehe, wie die Polizei dasteht, bei allem Respekt. Das ist Körpersprache, das ist negativ, das ist aggressiv. Man steht entspannt auf, man lächelt auch mal zu den Leuten. Wir stehen auch für euch hier, jetzt zahlt ihr die GZ genauso. Also solltet ihr euch mal drüber Gedanken machen. Es werden andere Zeiten kommen, wo nicht nur 60, 70 Leute auf die Straße stehen. Und man hat gesehen, wie die Polizei rennen kann an anderer Stelle. Ich will das nicht. Ich bin gegen Gewalt, ich bin für absolut friedlich, deswegen rede ich auch. Aber ihr müsst euch überlegen, in der Zeit, ob ihr einen Schritt zu uns kommt oder ob ihr uns die ganze Zeit denunzieren wollt mit Strafzetteln und Ordnungswidrigkeiten für Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben. Ja, Reise, ja Ralf, aber ich möchte die Polizisten dort in Schutz nehmen. Das sind einwandfrei, bin einwandfrei mit, am 9.7. mit denen ausgekommen, bin auch heute mit denen ausgekommen. Und das sind für mich keine Aggressive, für mich sind die Aggressiven, das sind die in Schwarz. Und die bezeichnen wir mittlerweile als Gestapo mittlerweile. Weil die brutal vorgehen gegen Leute, wie sie hier stehen, gegen Kinder, gegen Ältere. Und das verabscheue ich. Das ist Gestapo in Rheinkultur. Aber nicht diese Leute, wo hier stehen. Du hast richtig, aber Körpersprache ist wichtig. Man muss entspannt sein zu allen Leuten. Ich gebe dir ein Lächeln, wenn ich hier so gegenüberstehe. So. Ja, dann gib mir mal ein Lächeln. Du wisst jetzt, was ich meine. Also, macht doch die Arbeit einfacher und entspannter. Danke. Möchte noch jemand was sagen? Die Ronja möchte noch was sagen zu Arbeiter. Die war ja vor Ort und kann mal einen guten Bericht abgeben, was vielleicht noch nicht jeder so drüber weiß. Denn sie war viele Tage vor Ort. Unsere Ronja, das ist für mich die Heldin. Sie ist überall. Sie hilft, wo sie kann. Eine Frau, für mich Top-Frau. Ich stehe hier als Mensch, ich stehe als Mutter und bin seit einem Jahr als Mutter auf der Straße. Als ich den Aufruf gehört habe, nach Ahrweiler zu kommen, bin ich dem sofort gefolgt, am 19. Juli losgefahren morgens. Hab dort alles mitbekommen, was vor Ort war. Ich habe diese Schäden gesehen, Autos übereinander gestapelt, zerstörte Häuser, die Keller überflutet. Als ich ankam, mussten die Keller noch mit Eimern und Schaufeln, also vom Schlamm befreit werden. In Ketten haben wir das gemacht. Und es waren in dieser ersten Woche, also die Flutkatastrophe war mittwochs nachts, von Mittwoch auf Donnerstag, ich war Montag dann vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein THW da. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch keine Feuerwehr im Einsatz gesehen. Die kamen dann Ende der Woche. Also erstmal waren es wirklich Menschen wie ich, wie du, wie ihr, die einfach gefühlt haben, wir wollen humanitäre Hilfe leisten. Deswegen bin ich dorthin gefahren. Ich war dann an einem Abend abends duschen außerhalb in einem Feuerwehrhaus, da saß ein junger Mann. Und ich habe gehört, wie er gesprochen hat, sich mit jemandem unterhalten, das Wort Querdenken ist gefallen.
Und ich habe große Ohren gekriegt und habe gefragt, was war da oder sowas ist. Und er zeigt mir einen Zeitungsbericht von einer Tageszeitung dort. Er selber stammte wohl aus Thüringen. Also es kam viel Feuerwehr und THW aus anderen Bundesländern. Und er zeigt mir diesen Zeitungsbericht, den er abfotografiert hatte, auf seinem Handy. Und da steht Querdenker, also ungefähr, ich kann es euch nicht genau die Überschrift sagen, ja, aber Querdenker haben das THW mit Müll beworfen. Und ich habe ihn dann gefragt, an was erkennst du denn Querdenker oder an was erkennt man denn die Querdenker? Woher weiß man, dass das Querdenker waren? Weil mir tat es im Herzen leid. Ich habe gesehen, was in diesem Hilfszentrum für Menschen waren, an der Aloysius Grundschule. Und ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass die Menschen, mit denen ich dort Kontakt hatte, alle humanitäre Hilfe leisten wollten. Und es ging nicht um irgendeine politische Meinung. Weder von mir und ich. Also natürlich haben wir uns ausgetauscht, ja, klar. Weil wir diese Maßnahmen hier hinterfragen. Ja, und das muss erlaubt sein in einer Demokratie. Aber wir waren dort und haben gearbeitet, von morgens bis abends. So, und ich habe diesen jungen Mann gefragt, an was erkennt man denn Querdenker? Ja? Und dann sagt er, die haben so T-Shirts an. Was für T-Shirts? Ja, da mit irgendwelchen Schriftzügen oder so, mit irgendwelchen Sprüchen oder so. Und also, als ich das, versteht ihr, mir sind die Tränen gekommen. Ich wusste nicht, ob ich ihm sagen soll, vor dir steht eine Querdenkerin. Chuck Daniels. Chuck Daniels, auch ein Querdenker. Und am nächsten Tag bin ich jemandem begegnet und habe mit dem darüber gesprochen, was steht da in den Zeitungen, wie kommt das? Das kann ich mir nicht vorstellen, bestimmt nicht, niemals. Weil für sowas, THW mit Müll beschmeißen oder mit Steinen oder sowas, hat mir überhaupt keinen Sinn. Und da lege ich die Hand für alle Querdenker ins Feuer. Wir sind gewaltfrei, wir sind friedlich, wir kommen von meiner Kunst. Wir haben ein großes Herz und einen klaren Verstand. Das sind Querdenker und Querdenker bin ich mit erst seit einem Jahr. So, und dann habe ich jemanden gefragt, mit ins Gespräch gekommen und dann sagte der Mensch, ich kann euch leider nicht mehr sagen, wer es war, aber er sagte, es war tatsächlich so, dass Anwohner im Ahrtal, als das THW endlich eingetroffen ist, die beschimpft haben, weil sie zu spät gekommen sind. Das war die Ursache für den Beitrag in der Zeitung, der einfach fake war. Ja, richtig. Und das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sowas schreiben in der Zeitung, was jede Wahrheit entbehrt? Das hat mich sehr entsetzt. Und das läuft hier in Deutschland. Deswegen bitte ich alle Medienvertreter, hinterprüft eure Basis, woher ihr das Wissen habt. Und sprecht mit den Leuten, die es mit eigenen Augen erfahren haben. Ich bin gerne dazu bereit, weiter zu berichten, was in dem Hilfszentrum, was ich dort wahrgenommen habe. Und wir sind am Dienstag die Woche drauf, ich glaube es war der 27. abends abgereist, am Mittwoch wurde die Schule geräumt. Da wurde auch gesagt, wir hätten die Schule besetzt. Nein, das war nicht so. Der Hausmeister hat den Schlüssel wohl übergeben, um dort ein Hilfszentrum aufzubauen. Wir haben die Schule verlassen müssen, weil diese Grundschule in Ahrweiler wohl die einzig gut erhaltene Schule ist. Und natürlich die Stadt möchte, dass diese Grundschule nach den Ferien wieder genutzt wird. Im Moment wird sie desinfiziert und gereinigt. Ja, damit die Kinder wieder einigermaßen, die sind echt sowieso alle geschockt, ja. Die können nicht mal Regen aushalten in dem Moment, also hat mir eine Frau gesagt, die nicht selber betroffen ist. Ihr 6-jähriger Sohn hat mitbekommen, dass es angefangen hat zu regnen. Und sagt, Mama, lass uns nach Hause gehen. Weil sie Angst haben, dass die Flut wiederkommt. Was das mit den Kindern gemacht hat, ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber diese Aloysius-Grundschule soll möglichst bald wieder im ersten Stock den Kindern zur Verfügung stehen für normalen Unterricht, was auch immer normal ist. Also soweit die Infos zu Ahrweiler, zu Fake News. Ich kann euch noch was anderes nachher berichten aus Berlin. Okay, danke erstmal. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, kurz zu sprechen. Ich fasse mich auch kurz. Ich muss sagen, ich bin irritiert. Ich war am 9. Juli hier schon mal, da war ich auch irritiert und heute geht mir das genauso. Ich sehe hier die Ordner laufen rum mit T-Shirts, auf denen steht GEZ Nein Danke und Freiheit für Georg Thiel. Aber in Wahrheit geht es hier ja nur um Corona und Impfzwang und was auch immer. Georg Thiel sitzt nicht im Gefängnis, weil er sich nicht impfen lassen will. Georg Thiel sitzt im Gefängnis, weil er den Zwangsbeitrag nicht zahlt. Das hatte ich gesagt. Okay, dann war ich ein bisschen zu weit gekommen. Okay.
Aber es geht auch um die unfaire Berichterstattung. Das System der Zwangsfinanzierung, dieser sogenannte Rundfunkbeitrag, ist die Wurzel des Übels. Und ich hoffe mal, dass einige der Anwesenden hier auch seit 2013 Widerstand leisten. Durch Zahlungsverweigerung. Das machen einige, das weiß ich. Das sollten eigentlich alle machen, die hier sind. Erklär doch mal, was wir alle machen können. Viele wissen das noch gar nicht. Ja, der erste Schritt ist ganz einfach. Einzugsermächtigung widerrufen. Das kann man gleich heute Abend machen. Helmer Schor. Einzugsermächtigung, gut, dann das nächste. Weiter. Der Einseitige. Was war jetzt die Frage? Wie man das macht. Man macht eigentlich gar nichts. Es ist ganz einfach. Man widerruft die Einzugsermächtigung, dann kommen Bettelbriefe vom SWR. Die ignoriert man so lange, bis ein Bescheid da ist. Da steht drauf, Bescheid. Diesen Bescheid widerspricht man innerhalb von 30 Tagen. Dann kann man meistens ein halbes Jahr warten, bis der Widerspruchsbescheid kommt. Gegen den kann man klagen, wenn man möchte. Und auch wenn man nicht klagt, hat man bis dahin schon genug Sand ins Getriebe gestreut. Klagen ist günstig. Klagen vom Verwaltungsgericht hier in Stuttgart kostet 100 Euro. Macht den Kohl nicht fett, denn man zahlt ja 600 Euro im Jahr sowieso. Nächster Trick, von Steinlöffel populär gemacht, Sparzahlung anbieten. Das mögen die hier überhaupt nicht. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung ausgesprochen gut. Wenn also vom SWR der nächste Festsetzungsbescheid kommt, oder die Ankündigung der Zwangsvollstreckung, oder was auch immer, die sich mit Drohbriefen ausdenken, dann schreiben sie einfach zurück, dass sie gerne zahlen möchten, aber in bar. Ja, das funktioniert. So, und dann will ich mal den Gerichtsvollzieher sehen, der diese Zwangsvollstreckung durchtreibt, nachdem der Schuldner sie ja schon längst Zahlungsbereitschaft bekundet hat. Das dürfte rechtlich gar nicht erlaubt sein. Darf ich dir mal antworten? Also ich will mal was sagen. Es ist alles nicht so einfach, wie man es jetzt hört. Weil ich habe den gleichen Prozess durchgemacht. Und ich zahle bar, ich überweise 99 Cent. Ich überweise 5 Euro, 25,79. Das mache ich genauso. So, und es geht mir nicht darum, dass ich denen Sand ins Getriebe streue. Ich will diesen Stress nicht. Das Leben ist kurz genug, wenn ich mich wege. Wir wissen, dass es nicht richtig ist. Wir wissen, dass es eine Zwangsgebühr ist. Aber wir haben viel, viel schlimmere Dinge, um die wir uns mitkommen müssen. Ich habe das bis 800 Euro getrieben. Da ich einen Eintrag in der Finanzbranche habe, also als Vermittler im Register bei der IHK, kann ich mir nicht leisten, einen Negativ-Eintrag zu bekommen. Ich bin sofort erledigt. Dann kam der Gerichtsvollzieher. Und wenn ich mit dem Gerichtsvollzieher keine Einigung treffe, fangen die an zu pelten. Das steht bei mir drin. Es lohnt sich nicht. 18,36 Euro ist nicht ein Betrag, wo ich dafür meinen Kopf hergebe und meine Nerven riskiere. Man kann die ärgern, wie du sagst, aber es hat nicht jeder die Zeit dazu. Es geht mir nicht darum, Sand ins Getriebe zu streuen oder wie ich in Berlin gehört habe, jetzt haben wir die Bulle wieder beschäftigt. Es geht mir nicht, dass ich die Bulle beschäftige. Es geht darum, dass ich immer Änderungen rauskriege. Was haben denn die davon gemacht, auf meinen Kopf? Ich antworte trotzdem, ich sage trotzdem was auf, ihr seid Menschen. Denkt mal ohne Uniform oder hängt ihr das Hirn an dem Haken habe, ich glaub's nicht. Ich will's nicht glauben. Ja, und die anderen, die so blöd draufschlagen, zum Glück ist noch keiner zu mir gekommen. Aber was ich damit sagen will, jetzt ist Corona, Kinderimpfung, Maulkorb, Zwangsimpfung. Jetzt müssen wir uns um diese Dinge kümmern. Nicht um 99, ich hab's gemacht, 99 Cent überwiesen. Es hat nicht 1,50 Euro gekostet. Es macht keinen Sinn. Weil die holen ihr Geld trotzdem, solange vom Gericht kein Bescheid kommt, dass die GEZ, die Zwangsgebühr, überflüssig ist, werden wir das bezahlen müssen. Sorry. Ich hätte da einen Vorschlag dazu, aber ob das angenommen wird, steht in den Sternen. Und zwar, wir wollen ja, dass die objektiv und neutral berichten, wahrheitsgemäß. Und dann wäre mein Vorschlag, alle, die sich das weiter reinziehen wollen, die sollen das tun. Dann soll ARD, ZDF verschlüsselt werden, so wie Sky. Und die sollen dann dafür zahlen. Und wir, die da nichts am Hut haben, die brauchen dann nicht mehr zahlen. Das ist ja mein Vorschlag. Ralf, der wartet sehr lang. Ich mach's ganz kurz. Ich habe eine Frage an die Polizei. Das sind meine Freunde, Brüder, Geschwister. Ich sehe fast alle Polizisten.
in Berlin, Frankfurt, Görlitz, Mannheim, Stuttgart. Im Auto, wo nur 2 Kubikmeter Luft ist, fast alle ohne Maske laufen sie raus, setzen ihre Maske auf, obwohl auf dem Beipackzettel oder auf der Verpackung draufsteht, schützen die vor Viren. Draußen setzen sie Maske auf, drin im Auto nicht. Glaubt ihr wirklich, das nehmen wir euch ab? Dann eine Anmerkung noch. Wenn deine Maske dich schützt, warum zwingst du mich dazu, eine zu tragen? Schützt deine Maske dich etwa nicht? Wenn deine Impfung dich schützt, dann lass dich doch nur impfen. Warum muss ich mich dann auch impfen lassen? Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Ob jetzt der SWR, die Polizei, die Regierung ist. Ihr habt alle eure Glaubwürdigkeit verloren. Ich bin sehr traurig drüber. Ich weiß nicht, wie ihr euch morgens und abends im Spiegel angucken könnt. Danke. Also wir hatten gerade kurz das Thema, wie man sich wehrt. Das ist richtig, es läuft. Zum Schluss kämpfen sie trotzdem. Das Problem sind die Richter. Und das ist, die Richter sind die heilige Kuh. Die Richter waren auch im Dritten Reich das Problem. Die öffentlichen Medien sorgen dafür, dass alle, die heute mit dem Dritten Reich vergleichen, die Leugnung des Holocaustes vorgeworfen bekommen. Das dient dem Zweck zu verhindern, dass man mit dem Zustand des Dritten Reiches vergleicht, weil wir uns dem Dritten Reich immer mehr annähern. Also ich nenne Deutschland heute das Vierte Reich. Die Richter sind heute genauso das Problem wie im Dritten Reich. Die Richter haben auch damals das Gerichtsverfassungsgesetz missbraucht. Auch damals waren die Richter nicht unabhängig. Das ist heute nicht anders. Also wenn Sie gegen eine Zwangsvollstreckung vorgehen, weil gegen Sie vollstreckt wird auf Basis einer Direktanmeldung, das ist wichtig, die Direktanmeldung ist kein Verwaltungsakt, dafür gibt es kein Gesetz, keine Verordnung, kein Staatsvertrag, kein Eintrag in der Satzung. Das passiert in völlig rechtsfreiem Raum. Sie müssen an ein Gericht gehen und sagen, ich bin direkt angemeldet, ich bin nicht im Innenverhältnis der Rundfunkanstalt und dann muss dieser Richter alles einstellen. Der Richter muss tätig werden, wenn er das nicht tut, dann begeht er Hochverrat durch Unterlassen. Und wenn vom Südwestrundfunk, den jemand schreibt, die Klage soll abgewiesen werden, dann ist das Anstiftung zum Hochverrat durch Unterlassen. Das können Sie anzeigen, das wird nicht verfolgt. Der Staatsanwalt ist nämlich genauso das Problem wie der Richter. Und da müssen Sie aufwachen. Wenn Sie das nicht einsehen wollen, dass die Richter genauso scheiße sind wie im Dritten Reich, dann haben Sie alle schon längst verloren. Das Problem trägt Uniform. Das Problem ist der Richter und der Staatsanwalt. Ja, genau. Danke dir. Möchte noch jemand was sagen? Ronja Döner? Ihr wundert euch bestimmt, warum ich dieses Schild hier hochhalte. Hier in Stuttgart ist dieses Schild erlaubt, ist das richtig? Oder kommt jetzt jemand von der Polizei und beschlagnahmt es mir? Wie in Berlin? Lest alle, was hier draufsteht. Mit diesem Schild stand ich am 3. August in der Nähe der Siegessäule, bevor ich Berlin verlassen habe. Hat mein Sohn, 14 Jahre alt, gebeten, ein Foto von mir zu machen. Mit dem Schild einfach, es war einfach eine Idee, um nichts zu erreichen, eine Erinnerung an Berlin. Ich stand nicht lange dort, Finn konnte gerade noch Fotos machen mit dem Handy, als ein Mannschaftswagen anhielt, mir dieses Schild aus der Hand genommen hat und es beschlagnahmt hat. Und ich musste die Personalien anheben. Ich habe gesagt, mein Personalausweis liegt im Auto. Das Auto steht am Ende der Straße, 17. Juni. 3 Bereitschaftspolizisten sind hinter mir hergelaufen zu meinem Auto. Sie haben mich nochmal gefragt, wo steht denn Ihr Auto? Ich habe ihnen gesagt, es steht in der Straße, 17. Juni am Ende. Ich muss dahin, das ist mein Personalausweis. Wir sind dorthin gelaufen, ich habe mich ausgewiesen und sollte dann nochmal zu dem, ich weiß nicht, wer die Leute da hingeschickt hat, also zurück zum Auto, zu dem Mannschaftsbus. Habe das auch gemacht. Also dort, mein Schild wurde behalten und ich habe gefragt, was wird mir denn vorgeworfen? Ich hätte gegen das Versammlungsgesetz verstoßen. Du allein im Schild halt. Ich stand dort mit meinem Jungen und habe ihn gebeten, ein Foto zu machen. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, irgendwie Versammlungsgesetz, ich hatte nichts davon. Und ich sagte, ich gehe auf die Straße und ich werde es weiterhin tun. Zum Schutz meiner Kinder, zum Schutz aller Kinder. Und zum Wohl von Mutter Erde. Das werde ich weiter tun. Und einer der Bereitschaftspolizisten sagte, diese Meinung ist verboten. Ich habe gesagt, ich höre nicht recht. Ich habe zu ihm gesagt, wir leben doch in einer Demokratie. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist Berlin.
Und alle Menschen, die das nicht mitbekommen, was in Berlin abgeht, hauptsächlich hier haben wir es ja auch schon in Stuttgart erlebt teilweise, in die Bereitschaft, Polizei reingrätscht, die Menschen zu Boden schmeißt, schubst, vom Fahrrad schubst, am Rucksack zieht. Die Gewalt geht immer von der Bereitschaftspolizei aus. Immer! Und wir werden weiter auf die Straße gehen. Und ich kritisiere diese jungen Menschen, die meistens nicht mal 30 Jahre alt sind, die keine Kinder haben, dass sie sich in ihrer Uniform missbrauchen lassen für solche Einsätze und nicht demonstrieren und nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Ich gehe nicht gegen meine Mitmenschen vor. Und ich mache irgendwo einen Unsinn, wie jetzt mir blüht eine Omi, eine Ordnungswidrigkeit, wegen einem Foto, das mein Junge von mir gemacht hat, mit diesem Schild. Hey Leute, was soll das? Alles unnötige Steuergelder, die verplempert werden, für einen großen Quatsch. Hört endlich auf, Diener dieses Systems zu sein. Wir müssen dieses System beenden. Und es wird endlich höchste Zeit, dass auch die Medien sich daran beteiligen. Nicht nur mal in der Bild-Zeitung beschrieben, über uns geschrieben wird, die wir auf die Straße gehen für die Freiheit, sondern dass alle Medien das tatsächlich berichten, was die Wahrheit ist. Friedliche Menschen, die Berlin fluten, die Stuttgart fluten, die Leipzig fluten oder am kommenden Samstag zusammen mit unseren französischen Brüdern und Schwestern Straßburg. Wir sehen uns. Danke. Möchte noch jemand was sagen? Danke. Ja, ich bin halt die Quassenstrippe, sorry. Also, der Sumpf und die Mutter allen Übels sitzt in Berlin. Und ein ganz, ganz großer Teil davon ist der Papa Schlumpf. Das ist für mich der Minister Kretschmann. Das sage ich unter Meinungsfreiheit, weil er will Vorreiter sein. Bevor die beschließen, sagt der Württemberg macht es, wenn wir durchgeimpft, dann ist rum mit der Pandemie. Seid ihr schon geimpft? Ja, ich habe nach der zweiten Impfung wird es ganz gefährlich für euch. Tatsächlich. Also hat noch jemand was zu sagen? Ansonsten würde ich dann die Demo beenden. Ich danke euch für das Kommen. Ah. Okay. Ich habe nur eine Frage, und zwar die Bundesregierung hat ja letztes Jahr im April mit der Werbeagentur Stolz und Dresden GmbH für 4 Jahre für 22 Millionen Euro für Corona-Maßnahmen Vertrag abgeschlossen. Woher wusste die Bundesregierung, dass die Pandemie 4 Jahre geht? Kann mir jemand die Frage beantworten? Merkt ihr was, Freunde? Hier stimmt einiges nicht, hier stimmt's, und zwar gewaltig. Macht euch mal eine Gedanken, ihr habt doch 1,5 Kilo Hirnmasse. Und das, was ich hier euch gesagt habe, dafür braucht ihr nur 2 Gramm in Bewegung zu setzen. Danke. Ich hab noch was vergessen. Und zwar haben wir kurz eine Gedenkminute gemacht für die Flutopfer. Jetzt möchte ich noch eine Gedenkminute drum bitten für den Sascha von der Partei Die Basis, der in Berlin am 1. nach Polizeimaßnahmen kollabiert ist und im Krankenhaus verstorben ist. Ich bitte um eine Gedenkminute. Ich danke euch für das Kommen und wir sehen uns auf der Straße. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an meinen Zuschauer von Stefan-Live. Leider hatte ich da 1-2 Mal Probleme oder 3 Mal, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, heute war das der erste Livestream von Air von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer mag, kommt denn mit noch? Am Karlsplatz findet ein Umzug statt mit den Schildern.